TV Straßensound. Toxic, mein Guter. Yes. Hammer hat. Ey, dass du hier an diesem Tisch sitzt, ich glaube, Träume werden wahr. Echt? Ja, logisch, Alter. Dass ich hier sein darf, Alter. Ich habe mich sehr gefreut, dass du gefragt hast. Ich bin doch Fan von Hip-Hop-Interviews, seitdem ich denken kann, weißt du? Und normalerweise war halt so, ich sitze auf der Couch und du bist auf dem Bildschirm zu sehen, jetzt sitzt du an meinem Tisch. Ich sitze auch mal auf der Couch und du bist auf dem Bildschirm zu sehen, so ist das. Also freut mich auf jeden Fall. Auf dich, auf uns. Krass. Was ist das, was ist ein uraltes Interview, an das du dich erinnerst? Von dir? Ach, du stellst ja die Fragen. Ne? Ich stelle die Fragen. Ich habe schon direkt Ich merke schon, zwei Kollegen hier am Tisch, die, wo die Rollen vertauschen. Ich reiß mich zusammen. Ach, ganz entspannt. Das ist schwierig, ich habe so viel gesehen. Was ist denn das Älteste, was ich von dir, lass mich mal überlegen, Alter. Boah, so Interviews, wo du noch keinen Bart hattest, so, weißt du? Also, wo mein Video und Dailymotion mäßig. Ja, mäßig, genau. Mir fällt jetzt gerade kein Artist ein, aber selbst die Artists hatten noch keinen Bart. Also aus dieser Zeit kommst Niemand du. Niemand hatte Bärte damals. Ja, du kommst auch einfach aus einer Zeit, wo dieses Löwenbart, Mähne noch gar nicht war. Du hast das Ding geprägt, Alter. Wir haben damals noch 8-fach XL-Klamotten getragen. Ja, Mann. Und Dipset gehört und so. So ein auf cool. Und Vogelgeräusche als Adlibs gemacht. Ey, alte Schule. Feier ich ja. Nee, geil, dass du da bist. Wir brauchen nicht so tun, als hätten wir uns jetzt hingesetzt und würden gerade anfangen zu sprechen. Leute, wir haben hinter der Kamera schon ein bisschen gesprochen über dies und das. Insbesondere auch über das Hip-Hop-Game und auch so ein bisschen, was man braucht, um in dieser Branche überleben zu können. Und witzigerweise hast du zu diesem ganzen Thema, witzigerweise, was ein Zufall, ja, habt ihr ein Buch jetzt bald raus? Ich will gleich mit der Granate ins Game starten. Ist nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe, aber ist auf jeden Fall ein Grund, worüber man sprechen muss. Erfolgsformel Hip-Hop. Genau. Heißt das Ding. 13. Oktober raus, habe ich gemeinsam geschrieben mit Philipp Böndel. Ja. Wir hatten außerdem noch Support von Amadeus Thüner, den kennt man vielleicht vom Oshun-Podcast zum Beispiel, Sneaker-Experte, doch lange für die Juice geschrieben, also einfach ein Hip-Hop-Experte, Hip-Hop-Journalist und so weiter. Genau, das kommt am 13.10. im Campus Verlag raus und wir gucken uns dabei so, wir haben die komplette Hip-Hop-Geschichte durchgearbeitet, um dem nachzugehen, wodurch Hip-Hop eigentlich so enorm erfolgreich geworden ist, weil das ist einfach die größte popkulturelle Strömung der Welt. So, und es ist ja nicht nur, dass deutsche Rapper Streaming-Rekorde brechen, sondern du hast gleichzeitig einen Virgil Abloh, der aus der Streetwear kommt und die Herrenmode bei Louis Vuitton verantwortet. So, wer ist der bekannteste Künstler der Welt? Wahrscheinlich Banksy, kommt aus Street Art. So, weißt du? Wahrscheinlich, jeder, ja. Jeder trägt Sneakers. So, Sneaker-Culture ist riesig groß. So. Ja, ja. Und selbst Rap ist ja nicht nur in Deutschland so groß, sondern auch in Frankreich, in UK, in den USA, Japan, whatever. Tanzen gibt es auch noch. Also einfach die komplette Kultur ist einfach so wahnsinnig groß und auch wirtschaftlich natürlich so krass erfolgreich geworden, wenn du dir das anguckst, dass wir uns einfach gefragt haben, so was kann man daraus lernen und welche Gründe kann man dafür finden? Und kann man vielleicht, wenn man sich anguckt, wie Hip-Hop 73 in der Bronx entstanden ist, daraus erklären, warum sich heute Eistee verkauft oder warum deutsche Rapper plötzlich Tiefkühlpizzen verkaufen? So, weißt du? Und ich habe mich ja jetzt in meinem Leben schon ganz schön lange und intensiv mit Hip-Hop beschäftigt, aber das war nochmal ein ganz anderer Film und nochmal eine andere Reise. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist einfach ein Buch für, keine Ahnung, einfach um Leuten, die selber Hip-Hop sind und selber Hip-Hop fühlen, vielleicht klarzumachen, was für einen Schatz wir eigentlich alle haben, weil wir Teil von dieser Kultur sind, weil wir diesen Mindset haben und weil all diese Dinge, die man da so finden kann, bei krassen Leuten von halt Jay-Z bis Banksy, stecken ein bisschen so in der Art und Weise von jedem von uns drin, weißt du? Vielleicht wird nicht jeder Milliardär wie Jay-Z oder Dr. Dre, aber wenn man sich das so ein bisschen klar macht, kann man daraus eine Menge mitnehmen. Und das war so ein Hauptantrieb dafür, dieses Buch zu schreiben. Ja, um über Hip-Hop sprechen zu können, muss man Hip-Hop gelebt haben oder zumindest sich damit beschäftigt haben. Und dich kennt man, du bist das Gesicht von Hip-Hop.de mit Roos zusammen, euch setze ich so auf die gleiche Ebene. Viele Leute, die gerade zuschauen, die vielleicht Hip-Hop auch in den letzten Jahren erst entdeckt haben, ne, gibt ja gerade auch New Waves wie Sau und dich einfach vielleicht gar nicht kennen aus früheren Zeiten, so wie ich, der mit dir auch schon ein Stück weit groß geworden ist, ja, würde ich doch gern mal so ein bisschen deep einsteigen und jetzt dich nicht vorstellen, aber auf jeden Fall mal deine Reise mit Hip-Hop so ein bisschen uns angucken, weil um über Erfolge im Hip-Hop sprechen zu können, Erfolg ist ja etwas, was man erreichen will, muss man ja auch irgendwo gestartet haben. Wo war dein Start in dem Game?
mein Start, was Hip-Hop angeht, war der Kollege auf jeden Fall Tupac, als ich 13 war und zum ersten Mal All Eyes on Me gehört habe. Und ich habe eigentlich auch schon so früh für mich für die Sachen dahinter beschäftigt. Also, ne, ich habe dann angefangen, halt Tupac zu hören, All Eyes on Me hoch und runter gehört, habe mich darin wiedergefunden, habe mich darin mehr wiedergefunden als in was andere Leute. Keine Ahnung, Mann. Also, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Kamen, neben Dortmund. Was hat man da gehört? Damals hat man, wenn man ein bisschen älter war, Hardcore-Techno gehört. Eine Menge, gerade eine Menge Deutsche haben so Rechtsrock-Sachen gehört. Eine Menge Leute waren auf House unterwegs oder Punk oder sonst was und mein Spitzname war irgendwann Hip-Hopper. Also es war damals noch nicht so, dass jeder Rap gehört hat, wie heute, wo sich 50% von jungen Menschen mit Hip-Hop identifizieren. So, weißt du? Mindestens, ja. Ja, das war damals noch ein bisschen anders. Und ich weiß noch, ich bin damals so mit meinem Vater mit auf seine Arbeit gefahren, weil es da Internet gab. Digga, so alt bin ich. Und hab mir da so ganze Internet ausgedruckt. Also ich bin Jahrgang 83, ne? Aber yeah. Und hab mir da so das ganze Internet ausgedruckt und in so einer Mappe alles über Tupac mitgenommen, weil mich das einfach so interessiert hat. So, weißt du, der ist irgendwie, kurz nachdem ich angefangen habe, die Mucke zu hören mit 13, so ist er erschossen worden. Ich habe das aus dem Videotext erfahren. Das war damals das TV-Straßensound oder das Hip-Hop-Day von damals, war also MTV und Viva und Videotext. Ja, und beruflich ging es dann los mit einem Praktikum bei Hip-Hop.de. Ich bin irgendwann nach der Schule, da hatte ich zwei Sachen, die ich machen wollte. Zum einen, ich wollte irgendwann mit vom Schreiben leben können. Ich wollte gerne schreiben und ich dachte so, Journalist wird wahrscheinlich das Ding sein. Und dafür zu studieren, Medienwissenschaften, Soziologie und Politik, habe ich eine Stadt gesucht, Sozialwissenschaften, wo kann ich das studieren? Und zweitens wollte ich was mit Hip-Hop machen. Rapper werden, irgendwas mit Hip-Hop, keine Ahnung. Und dann habe ich mir diverse Städte angeguckt, bin in Düsseldorf gelandet und habe da dann irgendwann, Digga, ich kann dir 3 Stunden ausholen, um so eine kleine Frage zu beantworten. Aber hol aus, Bruder. Du wirst um 3 abgeholt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau, also in Düsseldorf gewesen, studiert, bisschen gerappt, Kollegen kennengelernt, viele afrikanische Kollegen gehabt aus dem Senegal und aus Guinea, mit denen irgendwann am Rheinstrand gechillt. Gibt tatsächlich am Rhein auch einen Strand mit Sand und so weiter in Düsseldorf. Denen da gechillt. Irgendwann setzen sich so zwei Kartoffeln mit dazu und die hatten Bier dabei. Meine Kollegen waren alle aus dem Senegal, Moslems, kein Alkohol getrunken. Krass. So, ich dann als der Allmann so zu den anderen Allmanns gegangen, gesagt, hey, gib mal ein Bier, weil hier gibt es irgendwie nichts. Mit denen gechillt und dann mit dem Kollegen die ganze Nacht über Rap geredet. Ich hatte kurz vorher zufällig, war ich in Dortmund auf einem Festival, da war jemand abgestochen worden, als ich daneben stand. Der Kollege, den ich da kennengelernt habe, kannte den zufällig. Es war gerade, Agro-Berlin war neu, man hat so drüber geredet, wie verändert sich Rap. Und danach hat mir ein Kollege irgendwann erzählt, ja klar, ich kenne den Fu, das ist der Hip-Hop.de macht. Ich so, was denn Hip-Hop.de? Ja, so ein Online-Magazin, muss ich mal reinziehen. Und dachte mir dann danach, als ich ein Praktikum für die Uni machen muss, Digga, da musst du dich bewerben, weil der Typ war cool, Fu, der Gründer von Hip-Hop.de. Du brauchst ein Praktikum für die Uni, plus du wolltest irgendwas mit Rap machen, also ist ja so check, 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 da bewirbst du dich auf jeden Fall. Und ja, so bin ich damals bei Hip-Hop.de gelandet, habe mich da beworben, einmal so auf locker geschrieben. Ey. Wie alt warst du da? Plus, minus? 20, 21, 20, sowas. Okay. Jetzt bin ich 38, also ist ein paar Jährchen her. Wow, okay. Ja. Damals war ja Hip-Hop.de auch noch nicht das, was es heute ist, ne? Ja, es wurde 98 gegründet und fing an als einfach, also was Fuß Idee dabei war einfach so, guck mal, Hip-Hop ist ja auch immer so each one, teach one. Yeah. So, du lernst was vom anderen und so. Dann dachte einfach, ey, Internet ist ja krass, Mann, was du da jetzt für neue Möglichkeiten hast. Da kannst du ja nicht nur einem was beibringen oder dich mit einem connecten, sondern du kannst ja Tausende auf einmal erreichen. Mhm. Es sollte einfach eine Plattform für die Community sein, ein Zuhause für die Community sein, was vom, keine Ahnung, wo ein Rapper aus Recklinghausen einen Produzenten aus der Nachbarstadt kennenlernen kann. So, weißt du? Und so fing das dann auch an. Also, und irgendwann haben halt die Leute, die auf dieser Plattform geschrieben haben, angefangen, auch mal Plattenkritiken zu schreiben, zum Beispiel. Und so hat es sich über die Jahre zu einem Magazin entwickelt. Und an dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, wurde das von einer Agentur in Düsseldorf betrieben. Und ja, da saß ich dann so die meiste Zeit alleine im Keller und habe mit dem Computer gekämpft. Ich habe meine 3 News am Tag geschrieben, mir danach von den Leuten im Forum angehört, wo ich einen Kommafehler gemacht habe oder dass ich vergessen habe, dass das eigentlich das 5. Album war, weil das eine war eine EP und ich habe das Album genannt. Und so, da hat man, so war Hip-Hop.de damals, ne? War halt ein Magazin und ein Forum. Ja. Und ich gehe davon aus, dass du, wie jeder andere Rookie, sich die Lorbeeren sammeln musste. War das so, dass du wirklich auch so dann etappenweise, also ich gehe stark davon aus, dass du im Keller angefangen hast, mit irgendwas zu schreiben, mit einem PC und das dann immer größer wurde, weil du dafür gesorgt hast? Also hast du dann deine ganze Leidenschaft da reingesteckt oder gab es Strukturen, die dann dafür gesorgt haben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde Hip-Hop.de mit dir groß und größer? Ja, war eine Reise auf jeden Fall. Also wie gesagt, erstmal als Praktikant angefangen. So,
dabei gut gehasselt, weil, keine Ahnung, Mann, ich wusste nicht, wie man mit Photoshop umgeht, ich konnte mit Computern nicht umgehen und so weiter und so fort. Dann irgendwann, nachdem ich da weg war, habe ich irgendwann gefragt, so, ey, yo, kann ich nicht auch weiter für euch was schreiben? Meinte der Andreas, der damalige Chefredakteur, so, ja, klar, kannst du machen, cool. Und ich habe ihn irgendwann mal später gefragt, warum hast du mir das eigentlich nicht angeboten, als ich aufgehört habe? Ich dachte, ich bin nicht gut genug oder so. Er so, ja, weil du nicht gefragt hast. Ja, okay. So, das ist schon direkt Auswahlkriterium. Wenn du nicht von selber kommst, dann ist so, okay, ja, danke, du hast gelernt. So. Und dann habe ich da halt erstmal so unbezahlt geschrieben. Irgendwann gab es dann auch ein bisschen Kohle, irgendwann habe ich dann ein bisschen mehr gemacht und es war dann schon so klar, Andreas will irgendwann aufhören und da wird ein Nachfolger gesucht. Und da war ich dann so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so konnte ich dann 3 Jahre, nachdem ich angefangen hatte bei hiphop.de, schon Chefredakteur werden. Ah, weil ja, ich halt auch in Düsseldorf war und weil ich Gas gegeben habe und ich habe ja dann auch für andere geschrieben, ich habe auch für die Juice geschrieben, sonst was, und meine Einstellung war immer, wenn ich eine Gelegenheit habe, dann mache ich das auch. Also wenn ich gefragt wurde zum Beispiel, möchtest du XY interviewen, dann habe ich immer gesagt, safe, kann ich machen. Ja. Vielleicht habe ich auch gesagt, also ehrlich gesagt, interessiert mich null, aber wenn du jemanden brauchst, ich bin am Start, ich mache das. So. Ich habe einfach durchgezogen und Gas gegeben und so, weil ich gemerkt habe, dass ich da mega Bock drauf habe und dass ich halt was reißen will damit. So. Und ja, so einfach viel geschrieben und so bin ich dann halt irgendwann Chefredakteur geworden. Und dann mit den Video-Interviews irgendwann angefangen, das gab es ja vorher auch noch nicht. Und nee, das ist ja auch schon jetzt eigentlich 10 Jahre her, ne? Mit wo die ersten Video-Interviews kamen. Auch locker, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Ich habe auch ein Kapitel über Hip-Hop.de in dem Buch tatsächlich. Habe ich gesehen, ja. Und so die Video-Interviews, das war auch wieder so, du musst halt einfach so diese, da haben wir vorher auch kurz drüber gelabert, dass sich das bis heute eigentlich nicht geändert hat. Du musst ja selber so aus dir heraus so eine Macher-Attitüde haben. Und so ein, man sagt ja auch immer so, Hip-Hop ist im Endeffekt making something out of nothing, weißt du, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Das ist das, worum es bei Hip-Hop geht. So, und diese Attitüde, die musst du auch einfach haben und die musst du in unserem Job, also deinem und meinem, halt eben auch haben. Und Video-Interviews fingen an, als ich irgendwann Fu gefragt habe, warum machen wir keine Video-Interviews? Und er meinte, geile Idee, mach doch, sage ich auch immer. Okay, dann habe ich geguckt, dass ich mir eine Kamera besorge und zum nächsten Snagger und Pillard-Interview habe ich eine Kamera mitgenommen, auf ein Stativ hingestellt und die Fragen gestellt und dann war das ein Video-Interview. Danach habe ich gefragt, wer kann mir beim Schneiden helfen? Wir haben es auch kaum geschnitten, so fing das an, dass man diese ellenlangen, ungeschnittenen Interviews hatte, einfach weil wir hatten gar keinen Cutter. So, weißt du? Ja. Und dann hat man das halt so ausgestrahlt und wie gesagt, dann hast du noch auf MyVideo und Dailymotion sinnfreierweise und YouTube war immer nur so Zweitverwertung, war strategisch etwas falsche Entscheidung und ja, so fing es irgendwann an mit Video-Interviews, ne? Und das war halt natürlich wieder ein Hustle. Digga, ich habe schon, bevor wir auf YouTube, bevor überhaupt das relevant wurde, wahrscheinlich schon 100 Interviews gehabt, die auf MyVideo und Dailymotion dann rumgegammelt haben. Crazy, Alter. Ja. Ich weiß noch, also um da mal meinen Senf dazu abzugeben, als ich angefangen habe, wo es YouTube und alles schon gab und alle über alles schon Tutorials gab, habe ich bei Google eingegeben, Videos schneiden. Dann kamen die fünf Agenturen und ich bin hell wie ein Eimer dunkel. Ne? Ich habe dann die erste Agentur angeklickt und ja, was willst du? Ja, 40-Minuten-Video, machen wir 1.500, komm, machen wir 1.100, weil du es bist. Und ich habe das bezahlt, ja, weil ich einfach sonst nicht wusste, ich wusste mir nicht zu helfen. Das war dann die einzige Möglichkeit. Und das Problem war, als du angefangen hast, gab es noch keine Standards, ja, weil ihr die Ersten wart oder eines der wenigen Ersten wart so. Als ich angefangen habe, waren Hochglanzmagazine am Start, die alles krass gemacht haben, weißt du? Und die Messlatte ist schon höher. Die Messlatte ist schon nur, wenn ich das Uncut jetzt hochhaue, dann weißt du, wie ich mein, denken sich, was ist das für ein Vogel? Deswegen halt der Move und auch ein unheimlicher großer Druck, der euch vielleicht dann erstmal erspart blieb oder hattest du auch Druck, weil du dich messen wolltest mit irgendwem? Und ja, irgendwann war ja dann der Hustle immer, ja, irgendwann kam halt für mich das Geschäftliche mit dazu, weißt du, lange war ich halt eben einfach Journalist, so. Weil für mich war dann noch immer klar, also für mich geht es immer darum, so sich nicht zwischen Erfolg und Qualität zu entscheiden, so was Geiles zu machen oder erfolgreich zu sein, sondern was Geiles zu machen und damit erfolgreich zu sein. Wenn ich einen Artikel schreibe, will ich, dass der gelesen wird. Wenn ich ein Video mache, will ich, dass das gesehen wird. So, ich habe keinen Bock, was zu machen und zu sagen, ja, ich weiß ja, dass das gut war, aber es haben nur 20 Leute mitbekommen, weil weißt du, das dann so. Wofür machst du es dann? Ne? Genau, dann predigst du in der leeren Kirche. So, weißt du, das bringt es irgendwie auch nicht. Gleichzeitig habe ich auch keinen Bock, Scheiße zu machen und damit erfolgreich zu sein und da den einfachen Weg zu gehen. Da muss man halt immer so die Mitte davon finden. Und auch wenn ich dann irgendwann Chefredakteur war, ging es natürlich schon darum, weißt du, was so eine weitere Sache ist, die auch ein Teil von der Hip-Hop-DNA ist, ist ja so Wettbewerb.
Weißt du, also es ist auch Unity und man macht auch was zusammen und man bekriegt sich nicht und so weiter. Aber es ist natürlich auch immer ein Wettbewerb und ein Battle. Und ich mache auch nicht ein Magazin, um das Magazin Nummer 15 zu sein. Natürlich, ey. Und so. Das, der Competition-Gedanke war in deiner Generation, muss man sagen, nochmal ein anderer wie bei mir. Es vom Gespür her, weil ich habe da auch mit Daud drüber gesprochen. Liebe Grüße gehen raus. Grüße. Wie das so war und das... dieses Ellbogen-Business, wovon man spricht, das erste Interview zu kriegen. Auch mit Roots habe ich mich darüber unterhalten. Ne? Früher warst du in, wenn du das erste Interview bekommen hast, weil das hat geklickt und damals hat es halt ordentlich geklickt und dementsprechend hat man verdient dran, etc. pp. Aber auch wegen Image und Prestige und hast du nicht gesehen. Das Game hat sich ja heute komplett verändert. Wir haben es vorhin gesagt, ne, hinter der Kamera, haben die in Anführungszeichen schlechtesten Interviews noch eine gewisse Stammzahl an Klicks gehabt, genau, heute gibt's, hast du mit Millionen Abonnenten vierstellige Klickzahlen, wo man sich denkt, was geht ab. Aber das war natürlich dementsprechend im Ellbogen-Business zu schulden, weil man wollte halt einfach, ne, wie in einem Konzert, alle wollten in die erste Reihe so. Aber ich würde von mir aus nicht mal unbedingt, also weiß nicht, wenn jemand das Gefühl hat, mal meinen Ellbogen abbekommen zu haben, dann tut es mir leid, so, dann kann man drüber reden, aber so würde ich es nicht mal zwangsläufig sagen, aber es war halt so Competition. Mhm. Also was weiß ich, so, ich weiß noch, wenn wir zum Beispiel auf dem Splash waren vor 1000 Jahren, so, ne, und dann hast du halt gedreht, dann waren da halt lauter Magazine, alle waren da, alle haben irgendwas gedreht, so, weißt du, und dann hast du halt überlegt, so, okay, wir haben dann irgendwann zum Beispiel gesagt, also wie kann ich schneller sein, wie kann ich da mehr erreichen? Dann haben wir gesagt, so pass auf, wir schneiden einfach direkt vor Ort. Wir nehmen den Cutter mit, wir nehmen den Computer mit, wir schneiden die Videos vor Ort, wir strahlen die am selben Tag aus. Weil wenn die anderen nach Hause fahren und anfangen, ihre Festplatten zu suchen, sind wir schon fertig mäßig, weißt du? Oder du guckst halt, wen kriegst du vor die Kamera und wie kannst du möglichst viel machen und gute Interviews machen. Und dann Leute wie zum Beispiel damals auf dem Splash so 16 Bars zu haben oder so, die halt auch Gas geben und die auch krass sind. Mir hat das immer Bock gemacht. Das ist wie Basketball gegeneinander spielen. Ja, das heißt ja nicht, dass ich dich hasse und das heißt nicht, dass ich in deine Beine reintrete. Oder muss nicht mal Ellbogen sein. Ich habe nie so Sachen gemacht, wie dass ich irgendwie, weiß ich nicht, jetzt bei Managern oder sonst wo versucht habe, dann die anderen schlecht zu machen oder denen was wegzunehmen. Weißt du? Sondern natürlich will man, keine Ahnung, vielleicht will man für sich das erste Interview bei sich haben, aber dann geht es darum, das erste bei sich zu haben und nicht dem anderen was zu blocken. Genau. So. Und man muss auch einfach sagen, in dem Fall war der einfach raffinierte Schweine, weißt du, und das ist ja auch ein Move, den Cutter gleich mitzunehmen, das hätten die anderen ja auch machen können. So. Haben sie ja dann auch. Weißt du, wie ich meine, also, das ist ja, jeder ist kommt ja halt mit genau, Sachen. Ist ja, ja ein Wettbewerb einfach so. Ja. Anders wäre es, wenn du jetzt sagen würdest, hier Manager XY, mach mit denen und denen nichts, die haben alle Läuse und irgendwie die Seuche nehmen die mit und so, weißt du, und glaub mir und vertrau mir und so, das wäre ja dann wieder scheiße. Und du musst immer, ja, das sind halt aber auch so Sachen, die Hip-Hop generell erfolgreich machen, weil halt viele das haben. Weißt du, du hast halt diese Ambition, dass du was schaffen willst. Du hast diesen Wettbewerbsgeist dabei, so mit anderen. Ja, guck mal, Hip-Hop heißt, bei Hip-Hop tanzt du gegeneinander. Hm. Bei Walzer tanzt du nicht gegeneinander, da tanzt du miteinander. Du malst gegeneinander. Leute, die am Sprühen sind, die bemalen gegenseitig ihre Bilder und so. Weiß nicht, ob das irgendwie Picasso und Rembrandt sich mit anderen Leuten gebettelt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du? Ja. Vielleicht die Egos miteinander, aber ne? Safe. Absolut. Genau. Aber dieser sportliche Wettbewerb, der in all diesen Grundlagending drin ist, das ist einfach Teil von unserer DNA als Kultur. So. Und dazu kommt dann auch immer noch so eine gewisse Hacker-Mentalität. Halt zu gucken, so, wie kann ich eine Lösung finden? Weil ich muss ja etwas aus dem Nichts erschaffen. Weil du hast Budget, du hast ja nichts. Ja, diese Fuchs-Mentalität. Ja. Genau. Und da musst du halt gucken. Also wenn ich da nicht reinkomme, wo finde ich ein Loch im Zaun? Wie kann ich da was machen? Wie kann ich da was dribbeln? Wie kriege ich die Artists in Interviews, wenn die mich nicht ins Backstage lassen wollen? Mhm. Und die Artists sind da und ich bin hinter dem Zaun. Ja. Kann ich die irgendwo abpassen oder wie kann ich das organisieren? Wenn ich nicht an die Artists komme, wie kann ich da eine Sendung machen, die ohne Artists immer noch geil ist? Ja. So, weißt du, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist halt bei allen Sachen so. Genauso ist halt, wenn du als Magazin auf einer Social Media Plattform dann irgendwie klarkommen willst. Ja, wie funktioniert Facebook? Wie kann ich da erfolgreich sein? In einem Land vor unserer Zeit war das ja mal noch eine wichtige Plattform. Und damals. Das ist heute immer noch für manche Bereiche. Aber ja, dann kommt irgendwann Instagram. Du musst bei Instagram gucken. Ja. Jetzt hast du TikTok. Geht was auf TikTok? Will ich da was machen? Will ich das nicht? Wie funktioniert YouTube? Und so weiter. Voll. Alles halt auch eigeninitiativ entscheiden und dann halt auch ins Machen kommen. Das ist ja auch ein Stück weit so die Quintessenz von Hip-Hop-Erfolgen. Ne? Dieses ins Machen kommen. Macher, das ist ja so ein Begriff. Ne? Alle Leute, die was wurden oder was sind, sind ja, man betitelt ja, das ist ein Macher, so Jay-Z ist ein Macher, der hat das und das und das gemacht. Mhm. Und das, weil du gesagt hast, Hip-Hop-DNA so ein bisschen, ich glaube, das ist halt auch was wir dann zu nutzen wissen und nutzen können, während andere dann halt sich vielleicht nicht trauen. Das ist ja das, warum, ne, dieses klassische Beispiel mit, ey, lassen sie dich nicht auf die Party, mach deine eigene Party so und irgendwann kommen die vielleicht so. Safe. Also safe, bin ich bei dir.
Und das ist tatsächlich, weil, guck mal, alleine schon das Partybeispiel, was du bringst, ist eigentlich schon ein geniales Beispiel dafür, was ich so, guck mal, wenn du dir dann anguckst, wie Hip-Hop halt entstanden ist, ne? Immer so, ich habe halt an sowas Spaß und deshalb fand ich das geil, das nochmal durchzuarbeiten. Dann guckst du so 1973 in die Bronx. Die Stadt ist komplett gefickt. So, die New York war pleite. Da standen ausgebrannte Autowracks in den Straßen rum, die Häuser wurden so warm saniert, wie man so sagt. Ja, das heißt, die Besitzer haben die einfach abgebrannt. So, und die ganze Stadt war am Arsch. Und in vielen Stadtteilen sind alle weggezogen, die es sich erlauben konnten. Und zurückgeblieben sind die, die sich nicht erlauben konnten, einfach woanders hinzuziehen. Ja. So. Was gleichzeitig, da es rassistische Strukturen in der Gesellschaft gibt, natürlich dazu geführt hat, dass da kaum noch ein Weißer gelebt hat und nur noch Puerto Ricaner und Afroamerikaner. So. Und schwuppdiwupps hattest du Slums, so. Vororte und Ghettos. Safe, genau. Ja. Und gleichzeitig hast du aber in New York, die Sachen ja auch so nah zusammen. Du hast Fernsehen und du hast Werbung überall und du siehst das schöne Leben. Und du hast Manhattan nebenan, da gehen irgendwie Disco-Partys ab und die Leute steigen in Pelzmantel aus dem Rolls Royce und gehen Party, so, weißt du? Ja. Und du kannst aber daran nicht teilhaben. Du kommst auf der Party nicht rein, wie du gerade meintest. Also, was machst du? Cool, DJ Herc macht seine eigene Party. Ja. So, und erfindet dabei einfach mal ganz normal eine neue Musikrichtung durch die Art, wie er auflegt. Und dann wird darauf gehostet und daraus entwickelt sich Rappen. Ja. Und weil er den Break-Teil, der von Funkplatten immer wieder hintereinander auflegt und weil man darauf am besten tanzen konnte, fangen andere an, da drauf zu tanzen und Breakdance entwickelt sich daraus. Das ist doch geil, Alter. Weißt du? Ja, mega. Und das ist genau diese Macher-Attitüde und dieses Ding halt, einmal die Ambition, sich nicht damit zufrieden zu geben, mit dem, was man hat, und halt zu sagen, so Digga, okay, wenn du sagst, ich darf nicht mitspielen, mache ich meine eigene Party. Und damit dann einfach so erfolgreich zu werden, bis, wie du dann auch meintest, so am Ende, heute sind wir in eine Phase, wo dann zum Beispiel Unternehmen dann halt da wieder vor der Tür stehen und sagen, hey, geile Party, die ihr macht, wie kann ich da mitmachen? Weißt du, plötzlich wollen die Leute quasi, die vorher Manhattan gefeiert haben, die stehen jetzt mit ihrem Pelzmantel bei uns vor der Tür und möchten gerne reinkommen. Und noch schlimmer, den Leuten, denen wir früher gefallen wollten, ja, wo wir mitspielen wollten, wo wir sein wollten wie die, kommen jetzt auf uns zu und wollen sein wie wir. Ja. Oder wollen, dass die Kundschaft, die wer auch immer, woran sie ihr Produkt richten, sind wie wir oder wollen das halt nutzen. Das ist Wahnsinn. Ey, früher, ich musste mich früher schämen, wenn ich über den Pausenhof gelaufen bin und Hip-Hop zelebriert habe, durch Klamotten, durch Cappies, durch Schuhe, was auch immer. Ja. Es war immer von oben herab. Jeder Lehrer hat gesagt, was bist denn du für ein Depp? Auch in den Familien auch. Ne? Ich weiß nicht, ich werde es nie vergessen. Einmal hat mein Vater mich gefragt, warum ich ständig diese Musik von dieser Gruppe höre, wo nur schwarze Männer mittleren Alters da irgendwas sabbeln. Ne? Der hat es nicht verstanden, Wu-Tang. Ja? So, der hat es nicht verstanden. So, warum gibst du dir das? Also was ist daran so cool? So, benimm dich mal nach dem Motto, ne? Komm mal klar jetzt. Ja. Und das hat ja ewig gedauert. Heute ist anders. Ja, wobei von einem gewissen Teil der Gesellschaft wahrscheinlich immer noch nicht so. Aber ja, da hat sich schon super viel geändert. Da hat sich viel geändert. So. Und heute ist es die größte Jugendkultur. In jedem Jugendzentrum gibt es ein Studio irgendwo. Es ist voll normal, dass Jugendliche zu Sozialarbeitern gehen oder Sozialarbeitenden und sagen, ey, wo kann ich aufnehmen? Und da kommt so, ja, weißt du nicht, da und da und da. Und früher so, ja, wo kann ich aufnehmen, wie was aufnehmen? Was willst du singen oder was? Ja, ist voll die Wandlung. Ist ja auch geil, wenn dadurch halt Kohle in die Kultur reinkommt, weil das ist jetzt so, wenn man dann irgendwie erzählt, so ja, früher, da haben wir da so gehustelt und wir mussten nur dies und das und bla 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 und im Endeffekt ist es ja bis heute ein Hustle. So, ne? Aber es ist ja nicht so, dass man das jetzt toll finden würde. Nee. Weißt du? Also der Hustle, der ist sowieso nach wie vor da, weil die Leute, die bezahlen, haben früher, also wahrscheinlich haben die einfach immer das Geld mehr als die Szene, ja, das ist halt einfach so. Amazon wird wahrscheinlich immer mehr Kohle haben als der ganze Hip-Hop-Bereich, wie auch immer. Aber letzten Endes hat sich die Verhandlungsbasis geswitcht. Die kommen jetzt zu uns und sagen, ey, habt ihr Bock, wollt ihr machen, wollen wir zusammen machen, was vor 10 Jahren, 15 Jahren unmöglich gewesen wäre, ne? Weil die gesagt haben, was sind das für Pisser? Und so. Man muss sich dann natürlich überlegen, auch als aus der Kultur so heraus, also ihr müsst euch das überlegen, ein Rapper muss sich das überlegen, wir müssen uns das überlegen, dieser, was macht man halt mit und was macht man nicht mit. Man muss gucken, dass man Leute findet, die auch ein bisschen halt Hip-Hop verstehen und so und dass man darf sich natürlich nicht selber auf Scheiße einlassen. Aber generell ist es ja eine geile Möglichkeit, wenn dadurch ja Möglichkeiten einfach reinkommen. So, weißt du, wenn halt jemand mit, der Geld hat oder der sonst was hat, das halt eben mitbringt und du da Kooperation machen kannst. Das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. So. Und das Geile ist halt, dass man halt inzwischen
durch diese lange Reise von Hip-Hop auch in Deutschland halt auf Augenhöhe sich begegnen kann, im besten Fall. Ja, dass man so ein, dann auch ein anderes Standing hat, weil man halt seine eigene Party dann gemacht hat, ja, und die voll, dann irgendwann klar. kommen. Und davon gibt es so viele Geschichten, wie also eine bekannte Geschichte, weiß nicht, kennst du das von Jay-Z und Cristal Champagner, die Geschichte zum Beispiel? Klär uns auf. Cristal Champagner in den 90ern, 1000 Rap-Songs, immer wird gefeiert und so weiter. Irgendwann sagt ein Markenverantwortlicher von Louis Röderer, die Cristal Champagner gemacht haben, wird so gefragt, was sagen sie eigentlich dazu, dass die sich alle hier so mit ihren Champagner feiern? Und der redet so abfällig darüber. Der sagt so, ja, die Konkurrenten würden sich wahrscheinlich über die Kundschaft freuen. Was sollen wir machen? Wir können denen nicht verbieten, unsere Produkte zu kaufen. Ich nehme das so mit so amüsiert und interessiert wahr. Und Jay-Z sagt so, Digga, das ist straight up rassistisch, was du so, wie du über uns redest. Weißt du? Wir können auch aufhören, deinen Champagner zu trinken. Dann hat er auch seinen 50-50 Sports Bars Crystal verbannt. Er hat in seinen Musikvideos das nicht mehr untergebracht und hat dann plötzlich im Musikvideo einen neuen Champagner vorgestellt. Mm. Und hatte plötzlich seine eigene Champagnermarke. Die hat er Jahre später auch gekauft. Ja. Armand Brignac, Ace of Spades, so Spitzname. Und er hat inzwischen, das ist auch eine Story, die wir in unserem Buch drin haben, 50% von dieser Marke an LVMH verkauft. Also Louis Vuitton, Louis Vuitton Moët Hennessy, dieses krass. Konglomerat. Ja, so, ja, okay. Weißt du? Das ist halt genau so eine geile Geschichte. Du kommst wieder vor verschlossene Türen. Also du baust dir dein eigenes Ding auf. Ne? Du hast so Champagner als Statussymbol und damit zu zeigen, wie weit du es gebracht hast als ein Jay-Z. Mhm. Du wirst aber wie ein Hund behandelt. Du sagst dann, okay, fuck you, dann nehme ich halt nicht mehr dein Champagner, ich kaufe einfach meinen eigenen, weil, Digga, ich habe Kohle inzwischen. Ja, ja, weißt du? Und die Kohle und auch die, das Vertrauen einfach von den Menschen, ne? Weil, ne, wenn Jay-Z was sagt, hat es einen anderen Stellenwert, wie wenn irgendein Weißer in irgendeinem Anzug das sagt und sagt so und so. Also, und das, es gibt auch andere Stories. Es gibt eine andere Oldschool-Story. Es sind nicht nur Oldschool-Stories für Leute, die nicht nur 80er so interessant finden wie ich, aber eine andere Story ist zum Beispiel Adidas, als Run-DMC damals hatte einen Song My Adidas. Run-DMC ist sogar noch vor meiner Zeit eigentlich, ne? Aber die haben diesen Song My Adidas und haben halt einen Song über ihre Sneaker gemacht, weil Sneaker in Hip-Hop-Kultur halt so, ne, nicht nur Sportschuh waren, sondern eine andere Relevanz haben. Voll. Und die haben irgendwann, hat sich das Management überlegt, ich glaube Russell Simmons selber war es, die Markenverantwortlichen von Adidas in Deutschland angerufen und gesagt so, hey, wir haben ein Konzert im Madison Square Garden, kommt doch mal vorbei, guckt euch das an, wir haben diesen Show, diesen Song über euren Schuh, Adidas, so über den Adidas Superstar. Und immer wenn die den Song gespielt haben, haben die bei der Hook einen Schuh ausgezogen und hochgehalten und der halbe Madison Square Garden hat seine Adidas Superstars hochgehalten und die in der Luft gehalten, während die Adidas gespielt haben. Und die Markenverantwortlichen von Adidas waren halt geflasht und dann sich, Digga, was hier los überhaupt, weißt du? Ja. Und die haben aber dann nicht den Move gemacht zu sagen, ja, so ein paar schwarze Proleten mit unserem Schuh, können wir die verklagen? Wer hat denen erlaubt, den Song My Adidas zu nennen, weißt du? Sondern stattdessen haben die denen einen Deal gegeben. Und das war der erste Deal, den ein Sportartikelhersteller mit Musikern gemacht hat. Vorher war halt, ne, Michael Jordan und so, du hattest halt eben Sportler. Und das war das erste Mal, dass sie so einen Endorsement-Deal mit Musikern gemacht haben. Und ein wichtiger Schritt so für Sneaker-Culture. Also da kommt es halt darauf an, wie sich die Marke verhält. Entweder kannst du dann sagen, guck mal, weil im Endeffekt, das ist unsere Party, um so in dem Bild zu bleiben. Wenn du mit Respekt reinkommst und mit ernsthaftem Interesse, herzlich willkommen. Ja. Wenn du auf arrogant reinkommst und auf überheblich und so weiter, dann und verpiss dich, dann machen wir selber. Ganz einfach, weil wir können auch unseren eigenen Sneaker auf den Markt bringen. So sieht es nämlich aus. Weißt du? Das ist halt eine Macht mittlerweile, die man halt hat, um sich nicht mehr anwidern zu müssen. Ja? Und das muss man sagen, der kommt auch nicht von irgendwo. Ich glaube, dafür hat die Hip-Hop-Community auch über Jahrzehnte gekämpft und hat sich nicht klein machen lassen. Und ja, jetzt sind wir da. Und wie gesagt, ey, das ist unfassbar. Ich habe gestern, ich sehe Snoop Dogg wirbt für G-Star. Ne? Heute auch ein paar Mal gesehen. Ja, und ich denke mir so, boah, voll geil, voll Bock, jetzt G-Star zu tragen. Hat bei mir auch funktioniert. Ich dachte auch, also G-Star ist bei mir auf jeden Fall aufgestiegen, alleine durch Video und so ein paar Plakate. Ich weiß nicht, einfach nur, weil ich Snoops Gesicht kombiniert habe mit dieser Hose. Dabei habe ich mit dieser Marke gar nichts am Hut, ist mir scheißegal. Aber weißt du, wie ich meine? Oder Dr. Dre mit Carhartt oder Karl Kanai, der ja sowieso, den ja auch im Buch, glaube ich, so ein bisschen drangenommen hat. Sogar den echten Karl Kanai. Wow, okay, krass. Ich habe das ja leider noch nicht alles lesen können, aber ich Ich habe es ein bisschen kurzfristig geschickt. Wäre eine kurzfristig. Leistung gewesen, wenn du gesagt hättest, ich habe das alles durch die Nacht noch durchgeblättert. Leider nicht, kam spät noch nach Hause von einem anderen Interview. Aber ich habe es noch vor und ich dachte mir so, es gibt so viele gute Beispiele für dieses Ganze, auch der Ashraf mit seiner Marke hier und so. Es gibt 6 PM. Es gibt so viele krasse, gute Beispiele, was man alles mit dieser Erfolgsformel Hip-Hop eben machen kann. Man muss die Formel halt irgendwie cracken, knacken und da wieder auf die Zeitreise zurück.
Irgendwann habt ihr mit Interviews angefangen. Dann kam, früher oder später muss Roos dazu kommen. Roos war natürlich ein entscheidender Punkt. Okay, zurück, wo waren wir gerade? Der hat Interviews auch angefangen. Der hat auch unter anderem, hat sich auch involviert in dem Buch, oder? Habe ich das missinterpretiert? Ich habe ihn auch dafür interviewt und mit ihm gesprochen, ein paar Zitate da drin. Ich habe ihm natürlich das Kapitel über hiphop.de gezeigt und so. Da hat ja auch jeder seine eigene Erinnerung nochmal und bla. Ja. Genauso wie ich Fu interviewt habe, der hiphop.de gegründet hat. Krass, okay. Ja, genau. Wann kam Roos genau dazu? Naja, da war ich Chefredakteur zu der Zeit. Inzwischen eine andere Agentur hat das Business dahinter gemacht. Also irgendwann, weißt du, Fu hat am Anfang mit Kollegen zusammen eine GbR gegründet und damit gemeinsam Hip-Hop-D betrieben. Dann haben die sich verstritten. Nach relativ kurzer Zeit waren sich nicht mehr einig, bla bla bla, der Laden war pleite, so bla. Er hat dann ein Angebot von einer Agentur bekommen, die, pass auf, wir stellen dich ein, du wirst bei uns Projektmanager, glaube ich, oder Accountmanager, kein Plan, und bringst dieses Projekt mit, weil das ist irgendwie cool. Also bei hiphop.de bei dieser Agentur. So, da habe ich auch mein Praktikum gemacht. Irgendwann lief es bei der Agentur super gut mit Animationen für Klingeltöne machen und so weiter. Noch so ein Ding aus der Steinzeit, als man noch Klingeltonwerbung auf MTV und Viva hatte. Auf jeden Jamba, Sparbo. Genau, und so, genau. Ja. Crazy Frog. Und dann ist hiphop.de von der Agentur zu einer anderen Agentur gewechselt. Fu ist auf die Kapverden ausgewandert, von Inselgruppe vor Westafrika, vom Senegal. Krass. Und war dann auch eine Zeit lang raus und ich war aber immer noch Chefredakteur davon. So. Und dann in der Zeit irgendwann habe ich Roos kennengelernt auf einer, kann man so Jam nennen, so ein Event in Essen auf jeden Fall. Und PA Sports kannte ich schon, weil ich habe ja, dadurch, dass ich aus dem Ruhrgebiet kam, immer, gerade wenn man irgendwie, finde ich, seine Gegend verlässt, entwickelt man noch mehr Bezug dazu irgendwie. Weißt du, ich bin dadurch noch viel lokalpatriotischer geworden, weil ich das Ruhrgebiet verlassen habe. Auch wenn es nur nach Düsseldorf war. Ehrlich gesagt, nicht so der allergrößte Sprung. Aber, aber ich habe das genauso durch Hessen und Berlin. Ich bin auch hier voll der Hesse. Frankfurter jetzt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber klar, man muss die Fahne hochhalten. Ich bin bei dir. Für mich war genauso. Wenn ich zum Fußball gefahren bin, war wie Gottesdienst und keine, weißt du so, man hat Kontakt zu seinen Kollegen gehalten und so und zu der gleichen Zeit, als ich Praktikum gemacht habe, kam wie ein neuer Rap aus dem Ruhrgebiet. So, vorher gab es halt RAG und Too Strong und so weiter und da kamen halt neue Sachen, die irgendwie fresh waren. Da gab es Snagger und Pillard, Brenner und Disaster, Fahrt, Manuelsen, so und SAW natürlich auch und auch Selfmade Records war da gerade neu. In dem Jahr, wo ich angefangen habe, wurde Selfmade Records gegründet auch. Die, glaube ich, auch ein eigenes Kapitel in deinem Buch Genau, haben, ich habe Elvia interviewt, als ein Labelmanager, Spectre auch interviewt, auch krass, mega krass. Ja, mega krass. Und wann war das? 2005? Kein Plan. Müsste gucken, wann Selfmade gegründet wurde halt auch. Ich habe halt damals dem Chefredakteur immer zu allem gesagt, was aus dem Ruhrpott kommt, lass mich machen. Kann ich die alle interviewen? So. Ja, klar. Deshalb waren die auch oft meine ersten Interviews und andersrum, oft waren das für die auch die ersten Interviews, die gemacht haben. Ja. Weißt du, ich habe Elvia, da war Selfmade noch in Bochum zum Beispiel da interviewt, zu Hause besucht. Der hat gerade mit Flipstar von Kreuzfeld Jakob zusammen das Label gegründet. Krass. Dadurch er hat mir noch erzählt, weil wir haben uns vor zwei Tagen noch unterhalten, meint er noch, dass damals war Favorite bei denen schon gesigned und er hat so erzählt, so hier Favorite krass und ich meinte, ja hier diese Line mit deinem Schwanz ist nur dick auf Englisch, schon gut, aber kennst du diesen Kollegen? Der ist richtig Endstufe, was Punchlines angeht. Und er meinte, er durfte mir damals noch nicht erzählen, dass die schon einen Vertrag mit dem hatten, so mäßig. Das hat mir dann danach irgendwie auch bei einem Burger hat mir das Favorite dann gesteckt, obwohl ich es nicht wissen durfte. Okay. Und deshalb war ich halt bei diesen ganzen Leuten früh dabei, so, weißt du, und konnte die dann immer begleiten und habe die halt dann alle tausendmal interviewt und wollte immer Ruhrpott-Rap supporten und pushen. Und genauso Düsseldorf natürlich auch, ne? Weil ich ja auch am Anfang noch irgendwie erfolglos gerappt habe, habe ich halt da so bei den Open Mics, weißt du, so genauso wie es im Berlin den Royal Bunker gab, der super wichtig war, gab es auch Freestyle-Veranstaltungen in Düsseldorf. Es gab einmal ICLAC, Jugendzentrum, und da war früher, glaube ich, in den 80ern oder so, weil da halt Breakdance, irgendwann kam Rackbar dazu, und dann gab es die ICLAC Squad und daraus gingen auch sehr gute Battle-Rapper hervor, wie zum Beispiel Jesen, der Mixed Reward Deluxe Battle damals gewonnen hat, oder Adi, den man kennt, wenn man die Feuer über Deutschland DVDs mal geguckt hat. So halt. Und bei diesen Dingern war ich halt immer. Konnte halt nicht freestylen. Aber du hast teilgenommen, ja? Hab teilgenommen. Ah, ist krass, okay. Aber gegen Farid Bang im Battle verloren. Wirklich? Wirklich, ja, aber ist krass. Ist ja echt History, Alter. Ja. Heftig. Also Farid war da und wer war noch alles da? Olsen, Torwart war da, Nemesis, der leider verstorben ist von Antilopen Gang. Krass, war da. Habt ihr das mal besprochen mit Farid irgendwann? Kam das mal zur Ansprache so? Boah, ich habe das bestimmt schon in Interviews auch mal erwähnt oder so. Krass, okay. Weil also das wusste ich nicht. Heftig. Da war Farid ja auch noch nicht bei German Dream oder so, ne? Wann war das?
Also das war danach irgendwann. Ja. Irgendwann habe ich in so einer, bei Echo in German Dream irgendwo Farid gesehen und dachte mir, krass, der Typ vom Freestyle, was macht der denn da? Krass, heftig. Okay, krasse Geschichte, gut zu wissen. Okay, aber worauf wollte ich hinaus? Genau, wie ist dann, was war deine Frage? Wie es mit Hip-Hop Day weiterging? Der Roos kam dazu und dann, und dann habt ihr das ganze Ding so ein bisschen. Irgendwann kam der nächste Punkt, wo ich so langsam Ende 20 war. Also ich habe Roos kennengelernt, das wollte ich sagen, in Essen, durch PA Sports. Genau. Der meinte irgendwann, hey, ich würde dir gerne den Manager, ich weiß nicht, ob er Manager gesagt hat oder hier, den Manager von Sinan vorstellen. Mhm. So, weil Sinan kannte ich auch schon. Und das war dann halt Roos. Und der hat mich dann direkt verhaftet und meinte, ey, lass mal treffen, dies, das. Ich so, ey, ich bin öfter in Essen, ich habe da Kollegen, klar, lass uns treffen. Dann haben wir uns in Essen getroffen und dann haben wir uns einfach angefreundet. Ja. So, und danach, was hat er auch schon öfter erzählt, immer wenn er in Düsseldorf war, dann hat er oft bei mir gepennt und so weiter. Wir haben nächtelang telefoniert und waren einfach Homies. So. Ihr habt ja auch in deiner Wohnung, darf man das sagen, in deiner Wohnung Interviews gemacht, ne? Dieses berühmte CEO-Interview zum Beispiel auf dem Balkon, während du noch Interviews gemacht hast in der Küche. Ne? Gemacht und genau. Viele, genau. Also das muss man sich mal vorstellen, so richtig Choban-Style auf der Küche und auf dem Balkon, aber das ist halt geil, so fängt es halt an. Ne? Direkt am Mintropstraße, Düsseldorf, auch so legendäre Straße, wo früher Kraftwerke das Studio hatten und so, sonst sind halt viele Table-Dance-Läden und da. Krass. Da war das, davor habe ich eine Straße weiter gewohnt, in der Scheurenstraße, da hatten wir eine WG, die komplett zugekleistert war mit Flyern an der Wand, Gesangskabine bei mir im Zimmer und hatten halt unsere Rap-Crew und haben da alle recorded, Gesangskabine abgekauft von Elvia und Flipster. Und halt da Mucke gemacht, Partys veranstaltet, Konzerte veranstaltet und so weiter, alles auf kleines Level, aber um irgendwie weiterzukommen. Wir haben zum Beispiel Fahrt gebucht. Warum? Weil wir ein Konzert in Essen gemacht haben und uns dachten, ja, wie kriegen wir Zuschauer hin? Will ja keiner sehen, wenn wir rappen. Ah, wir müssen einen Headliner buchen. Wow. Fahrt. Ja, so. Jahre später erzählt mir Fahrt, das war seine erste Gage, die er bekommen hat. Ach, wirklich? Fuck, habe ich zu viel bezahlt. Krass. Ich dachte, der ist Star, da muss man schon mal ein paar Hunderter irgendwie latzen. Okay, krass. Haben wir zusammengeworfen und dann hatten wir irgendwie Fahrt da als Headliner und wir waren halt dann so die Vorgruppe, so 5 Leute aus unserer Crew und so weiter. Krass. Naja, solche Storys halt. Und ja, so habe ich Rooster kennengelernt und wir haben einfach zusammen gechillt, zusammen rumgehangen. Er hat viele Sachen bei Hip-Hop.de gemacht, bei den Videodrehs gerade. Er hat mal Kameramann gemacht, mal dies, mal das. Aber eigentlich das Wichtigste war gar nicht, ob er Kameramann gemacht hat, sondern auch einfach, er hatte halt ein sehr gutes Verständnis auch schon für die Szene und konnte halt super gut connecten mit allen Leuten. Mhm. Weißt du, wenn wir auf eine Veranstaltung kamen, dann kannte der vielleicht schon 2, aber nach einer Stunde kannte der 20. Ja, ja. So, weißt du, und bevor ich ein Interview gemacht habe, hatte ich schon 3 Background-Infos durch ihn quasi, weil er einfach so ein charismatischer Mensch ist. So. Ja. Und wir haben uns halt endlos lange auch über YouTube unterhalten, weil damals war ja so, um hier noch immer eine Klammer mehr aufzumachen und so. Weißt du, als wir angefangen haben, da war Hip-Hop.de Nummer 2 hinter MC, weil die hatten das größte Forum. Und weil das immer Wettbewerb ist, waren wir abgefuckt, wir wollen krasser werden als MC. Ja. Dann hat Fu irgendwann ein Blog-System an den Start gebracht. Damals kannte noch keiner Blogs. Plötzlich konntest du deine eigene Seite bei Hip-Hop.de aufmachen, bei uns auf die Startseite kommen. Boom, wir werden größte Plattform. Wir machen als erste Video-Interviews, aber auf Dailymotion und MyVideo. Plötzlich haben die bei Agro eine geniale Idee und machen halt die Fresse. Eins der genialsten Formate ever. Ja. Auch gerade aus Effizienzgründen. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber feiere ich voll. Dann kommt 16 Bars, so, die man auch schon länger so, die waren auch immer bei Festivals, hat man die mal gesehen und so weiter und die waren am Hustlen. Dann haben die Vis-a-vis am Start und drehen eigene Musikvideos und gehen plötzlich durch die Decke und plötzlich ist YouTube das Wichtigste für Hip-Hop-Journalismus. Hip-Hop.de ist auf mein Video. Beschissen. So, schlecht, falsche Party ausgesucht, weißt du? Also mussten wir hustlen, wie kommen wir da hin? Und das war ein Thema mit Roos zum Beispiel. Während ich mit Fu, der in Afrika gelebt hat, nachts dann lange telefoniert habe über Facebook und Website und dies und das, habe ich danach nochmal 2,5 Stunden telefoniert mit Roos. Was der dazu sagt, okay. Wie machen wir YouTube, wie kriegen wir das hin, wie können wir bla? Und alle sagen so, hey, ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht eine blonde Moderatorin. Und ich dachte, Bro, sollen wir... Meinst du, wir kommen an Vis-a-vis vorbei, indem wir Vis-a-vis 2 haben? Schwierig, Die muss dann halt besser sein als Vis-a-vis 1. Ist nicht so leicht, weil die ist schon, das siehst du das Original. Die macht die Dinge, auf jeden Fall. Das ist nicht der Plan. Das muss einen anderen Plan geben. Und wir haben uns viel mit YouTube beschäftigt, damit wie, weil das ist auch so ein bisschen wieder was, also guck mal, du kannst bei Hip-Hop, glaube ich, ganz, ganz viel von Hip-Hop-DNA kommt aus dem Graffiti. Ich kann keine Dose gerade halten, aber wenn Leute, die aus dem Graffiti kommen, wie Spectre oder wie Fu auch, sowas erzählen, sind das immer geile Geschichten. Und Fu hat mir dazu immer gesagt, so bei Graffiti geht es auch mit darum, das System zu verstehen und es mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Wenn du weißt, wann der Zug wo vorbeifährt, dann kannst du dann da stehen und dein Bild von gestern Abend weitermalen. So, weißt du? Oder Hacker-Mentalität auf Assi, wenn du im Yard bist und einen Zug anmalst, meinst du so zu mir, ey,
Was denkst du, wie du dafür sorgst, dass die den Zug nicht einfach im Yard stehen lassen, wenn der bemalt ist? So, keine Ahnung. Ja, du wirfst den anderen die Scheibe ein. So, hast du nicht mehr fahren können. Ich so, okay. Fuchs. Ja, man muss erstmal drauf kommen, so, weißt du? Ja, hacken halt. Ja. Und, sorry, Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus mit meiner Graffiti-Anekdote? Genau, das System verstehen. Genau. Es ging darum, YouTube zu verstehen. Es ging darum, funktioniert YouTube? Anstatt einfach zu sagen, guck mal, ich habe einfach Textinterviews gemacht, aber die Kamera mitlaufen lassen. Also wie ein Textinterview, habe aber dabei die Kamera mitlaufen lassen und das ungeschnitten rausgeworfen. Dann haben wir mit Roos mal gelabert, wie funktioniert YouTube eigentlich? Guck mal, ich sitze da in so einem Interview und machen wir jetzt auch, aber du redest ja nicht mit den Leuten. Wir reden miteinander und die Leute gucken uns zu. Voll. Wir haben gesagt, so YouTube musst du meine Community aufbauen, du musst mit den Leuten reden, du musst in die Kamera reden, du musst die irgendwie einbeziehen, das ist doch viel geiler. Und das war dann das Ding eigentlich auch mit Roos. Am Anfang habe ich noch gesagt, so Bro, mach doch keine Interviews, weil erstens, du hältst immer das Mikro an die falsche Stelle. Mhm. Zweitens, du bist doch gar nicht so der Vorbereitungsjournalistentyp, sondern du kommst ja über dein Charisma. Und drittens ist doch, alle machen doch schon Interviews, ist doch viel geiler, wenn du mit den Leuten redest. Mhm. Und das war auf der einen Seite richtig, weil mit Intros und Outros, das hat eine Menge dazu beigetragen. Auf der anderen Seite natürlich auch falsch, weil am Ende stellte sich heraus, dass er eigentlich der beste Interviewer ist. Gerade dadurch, dass er eine andere Art hat. Dadurch, dass er halt so, dass man das Gefühl hat, man guckt zwei Homies beim Chillen zu. Mhm. Und dann auch was von den Leuten erfährt, dass die diese konfrontativen Kartoffeltoxik nicht erzählt hätten, der immer so kritische Fragen stellt und so einen Zettel dabei hat. Ja, weißt der du? So ein bisschen von der Schule kommt, wie so, die, ja, genau, die, die, das, so. Alle anderen, ne? Und der Roos ist dann halt der Neue im Game, der halt auch das ganze Ding einfach mal fresh macht. Ich habe zwar versucht, dass das nicht so das Ding wird, dass man nicht also ich finde, man darf nicht so rüberkommen wie der Lehrer oder so, weißt du? Also es sollte nicht so sein, als würde sich gerade der Gymnasiallehrer irgendwie mit dem Schüler unterhalten. So ein Ding. Und so ist es ja auch nicht, weißt du? Ja, also genau. Trotzdem hat natürlich, war das bei Roos einfach nochmal ein anderer Film. So, und das war mit natürlich für unseren Erfolg dann in der Zeit. Also nochmal, ich habe dann 2012 eine eigene Firma gegründet, Manera Media, um damit Hip-Hop.de selber zu betreiben. Mhm. So, bin damals zu der damaligen Agentur hingegangen und habe gesagt, guck mal, das funktioniert so für mich nicht mehr. Ich verdiene nicht ernsthaft Geld. Ich habe jetzt Studium durch. Ich mache das jetzt seit x Jahren. Ich habe hier irgendwie alles gemacht. Ich habe Leute interviewt. Ich habe Amis interviewt. Ich habe meinen ganzen Film gemacht. Ich kann jetzt nicht irgendwie, bis ich 38 bin, für irgendwie 1.000 Euro auf Rechnung das geht nicht. Arbeiten und so, weißt du? Also entweder ich kann den Laden machen oder ich gehe. Weil ich hatte das Gefühl, hier ist viel mehr drin. So, ich habe wenig Geld verdient und ich hatte stellvertretenden Chefredakteur, Christoph Jansen, der heute eine hohe Position bei Groove Attack hat. Mhm. Wir hatten 2-3 Praktikantinnen, die unbezahlt da gearbeitet haben, und Hip-Hop lebte immer davon, dass viele Leute unbezahlt arbeiten, so wie wir alle angefangen haben. Roos hat so angefangen, Ari hat so angefangen, ich habe so angefangen, Clark hat so angefangen, alle so. Und ich dachte, Digga, da muss mehr drin sein. Man kann da mehr draus machen und ich will das auch machen, so, weißt du? Und dann hat es halt geklappt, eine eigene Firma zu gründen und damit Hip-Hop.de zu betreiben. Und das war dann von da an mein Hustle, halt im Endeffekt zu sagen, so, da halt aus ein Medienunternehmen zu machen, aus diesem Online-Magazin. Mhm. Und daraus was zu machen, wovon die Leute, die das machen, auch leben können und damit Geld verdienen können und womit man dann auch geilere Scheiße machen kann, weil man ein bisschen Budget hat. Und das ist bis heute ein Kampf, natürlich, aber zumindest so der Umsatz hat sich safe verfünffacht, so, weißt du, also es ist schon, wir sind inzwischen 30 Leute und damals waren wir so 4 und davon waren 3 unbezahlt mäßig, weißt du? Ja. Und dazu hat Roos halt mega viel beigetragen, weil bei all dieser Theorie und das System durchschauen und so weiter ist am Ende natürlich auch der entscheidende Faktor, einfach jemand mit so einem krassen Star-Potenzial wie Roos zu haben. Hm. Weißt du, weil ich hätte das ja alles in der Theorie mir ausmalen können, aber ich hätte niemals selber Roos werden können. Ja, klar. Weil er dieses Charisma hat, weil er dieser Dude ist einfach. Weißt du? Und deshalb war das ein krasser Schlüssel. Also, ne, dann haben wir halt über Facebook ganz gut gerockt zu der Zeit und auf YouTube gut gerockt und dann hat es dann irgendwann auch wieder funktioniert, wieder Nummer 1 zu werden. Mhm. Und dann werden alle paar Jahre wieder die Karten neu gemischt und plötzlich gibt es TV-Straßensound und dann ist das so, also wird nicht langweilig auf jeden Fall. Tatsächlich gab es ja, wenn ich mich nicht irre, zeitgleich oder sogar ein bisschen vor Roos war ja Dawood am Start. War Dawood schon am Start vor Roos? Mhm. Paar Monate oder so. Naja, guck mal, TV Straßensound gibt es jetzt seit 10 Jahren. Mhm. Und ich meine, dass der Dawood. Ja, das ist so ungefähr die Zeit, wo zeitgleich oder ein paar
vielleicht ein paar Moves vor ihm crazy da war. So, ne? Nur, dass man das mal so historisch auf dem Schirm hat. So, hatte ich nicht auf dem wo Schirm. Wo Roos kam, kam auch Dawood so. Mäßig, ja, ne? Und es war nicht 5 Jahre später. Mhm. Das muss einfach mal erwähnt werden, nicht nur, weil ich TV Straßensound hier verkörper, sondern dass es mal gesagt ist, dass man mal so eine Zeitbilanz hat. Ne? Also so lang gibt es den Laden auch schon. Ja, da siehst du auch mal, wie lange Dawood dann halt auch gehustelt hat. Genau, ne? Und das so ist ein ewiger Hustle. Safe. So. Deshalb, das, da gebe ich auch allen Respekt der Welt für, weil ich weiß ja, wie das funktioniert und das funktioniert für alle. Gut, inzwischen gibt es natürlich auch Magazine, die werden von Major-Labels betrieben oder da steht halt direkt eine Marke lanciert und was oder so. Eben, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber all diese Sachen, die aus der Kultur selbst kommen, ne? Alle diese Magazine, die sind alle am Grinden, die sind alle am Hustlen. Ob das jetzt Nico bei Backspin ist, ob das 16 Bars ist, ob das TV Straßensound ist, so oder auch so Rap.de gibt es, so, glaube ich, sogar noch ein Jahr länger als Hip-Hop.de. Mm. So. Und das sind ja alles Leute, die geguckt haben, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Ja, auf jeden Fall. Und durch Kreativität und harte Arbeit. Und dann halt so lange am Ball zu bleiben. Aber kurz weg von den anderen Magazinen, Hip-Hop.de, du hattest dann Roos mit Was los? Alle All Eyes on Hip-Hop.de. Hattest du dann auch Schwierigkeiten, das wollte ich dich fragen, hattest du Schwierigkeiten zu gucken, dass das Ding nicht zu so einem Sellout-Ding wird? Weil wo Geld reinkommt und Hip-Hop lebt ja von dieser Attitüde von real bleiben, ne? Wir sind alle Straße und alles gut und schön. War das dann als Hauptverantwortlicher auch für dich die Frage, bis dahin und nicht weiter, oder hast du drauf geschissen und hast gesagt, ey, wenn die Leute das so wahrnehmen, dann ist es so, aber wir machen unser Bei Ding. Was hätte, ja, es ist immer die Frage, was für wen Sellout heißt. Also manche Leute haben uns dann vorgeworfen, dass du, warum interviewt ihr so Gangster-Rapper, die anderen Macheten in die Köpfe hauen wollen. Mhm. Aber das meinst du ja wahrscheinlich nicht mit Sellout. Oder also welchen Punkt davon meinst du? Oder dann ging es um, keine Ahnung, wenn du Website, dass man kein Clickbaiting macht, beispielsweise, weißt du? Ist aber auch nicht unbedingt Sellout. Mit Marken zusammenarbeiten kann man drüber reden. Und meinst ja, du sowas? Ist eher sowas, so dieses, ja, die machen das Interview jetzt nur, dass sie den Namen von der Marke da platzieren können. Oder Hip-Hop.de hat sich verkauft, guck mal, mit wem die zusammenarbeiten, die geben jetzt den Takt vor, so und so. Ja, aber ne, ich fand eigentlich immer, dass normalerweise Hip-Hop ja auch eine Kultur ist, wo die Leute, guck mal, wir feiern ja, wenn einer erfolgreich ist. So. Das ist auch komischerweise, weißt du, ein extrem deutsches Phänomen. Bei den Amis zum Beispiel wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, oh, guck mal da. Und ich glaube, es ist auch kein Hip-Hop-Ding. Weil, also, warum werden denn in sämtlichen Rap-Songs die Hater gedisst? Mhm. So, weißt du? Und warum, guck mal, wenn normal, Leute, die nicht Hip-Hop sind, die fragen sich halt, ey, da geben so Typen im Musikvideo mit ihrem AMG an und mit ihren Ketten und so weiter, wie unsympathisch. Aber die verstehen nicht, dass dieser wirtschaftliche Erfolg ja Selbstermächtigung ist. Du schaffst das ja gegen alle Widerstände. Und deshalb, wenn ein Rapper das schafft und Millionär wird, feiern wir das mit und sagen dann sogar noch, ich kaufe lieber den Eistee von Capi als von einem anderen. Capi ist reich genug, der braucht deine 2,50 Euro nicht, nee, weißt du? Aber trotzdem gebe ich lieber mein Geld Capi, als das jetzt einer anderen Marke zu geben oder so. Weil ich den Leuten das gönne und weil ich das feiere, wenn die erfolgreich sind. Und deshalb ist das so ähnlich, wenn ein Rapper mit seiner Uhr am Start ist oder sowas. Weißt du, ich bin ja auch nicht neidisch auf Marco Reus, wenn er den DFB-Pokal in den Himmel reckt, sondern ich habe das Gefühl, ich habe mitgewonnen. So, weißt du, und das Gleiche ist, glaube ich, wenn ein Rapper erfolgreich ist. Und deshalb zum Beispiel, wo wir mal ein Sponsoring hatten, war beispielsweise mal bei 2 Folgen, die wir mit Kia gemacht haben, hatte ich so ein Format Zeitreise, das habe ich mit Afrop und mit Prinz Pi gemacht beispielsweise. Ich erinnere mich eher an Kommentare, dass Leute drunter geschrieben haben, geil, dass ihr einen Deal mit Kia habt. Und wie haben wir die dann eingebaut? So, wir haben dann halt gesagt so, ey, Kia war so cool, uns ein Auto zur Verfügung zu stellen. Wir fahren jetzt an verschiedene Orte, die wichtig sind für das Leben von diesem Künstler. Ja. Und haben das dann gemacht und konnten auf einem Niveau arbeiten, dass wir ohne dieses Budget nicht gehabt hätten. Weil bei YouTube hast du einen Umsatz gehabt von 1-200 Euro, kannst du sagen, okay Jungs, wir teilen durch 4. Auf jeden Fall. So nach der Bahnfahrt hierhin ist leider das Geld schon alle. Durch, ja. So, wir teilen noch einen Döner. Und da hast du dann halt andere Möglichkeiten. Weißt du, ich rede ja nicht davon, dass da irgendwie sämtliche Leute damit reich werden würden. So, weißt du, sondern es geht ja mehr darum, überhaupt, dass man halt Leute bezahlen konnte und dass man einfach das Budget hat, um sich eine Kamera kaufen zu können, um sich ein Mikro kaufen zu können und um halt Sachen zu drehen und um möglichst geile Dinger zu machen. Und Digga, deshalb, Sellout ist ja dann, wenn du von dem, ja, wenn es halt nicht mehr real ist, ne? Und wenn du dich halt eben verdrehst. Das ist es nämlich. So. Und selbst wenn ihr so viel Kohle machen würde oder wenn man so viel Kohle machen würde, dass man reich werden würde davon, ist ich glaube, was damit gemeint ist oder was in der Kritik steht, ist, wenn von außen diktiert wird, wie die Kunst und wie die Kultur zu existieren hat. Ne? Wenn die kommen und sagen, Kia kommt und sagt, ey, Toxic, jetzt darfst du aber das und das und das nicht mehr sagen. Und darauf komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt. Ich
meine Person jetzt mal rausgenommen. Ich hole das jetzt einfach mal rein, so als Kritikpunkt. Ich hatte manchmal das Gefühl, von außen wird Hip-Hop-D sehr stark kritisiert, weil es einfach sehr politisch korrekt werden musste, um bestehen zu können mit diversen Marken. Das ist jetzt erstmal eine These, die ich reinbringe. Ne? Das habe ich gesehen, gerade bei dieser Allmann-Debatte. Ja? Es ist eine Connection, also verstehe ich, aber das sind eigentlich eher zwei parallele Sachen, die beide für sich genommen richtig sind, aber nichts miteinander zu tun haben. So, das hat auch, also keine Marke der Welt hat Bock auf eine Allmann-Debatte. Niemand. Niemand, keine Marke hat Bock auf, also klar, die wollen sich auch politisch korrekt positionieren und so, aber die wollen ja nicht Kontroverse und Streit und dies und das. So. Nee, aber die wollen auch vor allem, also wenn wir mal davon ausgehen, dass es ein politisches Richtig und ein politisches Falsch gibt, ne? Ist zum Beispiel alles, was konservativ ist, alles, was straight konservativ rechts ist, ja natürlich falsch und schlimm. Und alles, was sehr links ist und sehr protestantisch gegen die gegenüberliegende Seite ist, richtig. Ne? Und meinst, aber und das du meinst, dass das die Mehrheitsmeinung ist und die Meinung der Marken? Nee, ich meine das nicht, aber ich glaube schon, dass es eine Tendenz und einen Trend dazu gibt, vor allem in den letzten Jahren. Ich will jetzt nicht mit dem Cancel Culture-Ding anfangen, weil das ist ein zu großes Thema, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gewisse Tendenzen dazu gibt in den letzten Jahren, durch eine gewisse Toleranz und vielleicht auch über eine Schiene der Übertoleranz andere Meinungen ein bisschen nicht ernst zu nehmen, nicht wahrzunehmen oder einfach über den Tellerrand zu schieben. Ja, das ist das, was ich merke, wenn Leute sagen, ja, ihr macht uns mundtot, man kann über das und das gar nicht mehr reden, gerade in dem Bezug auf, was weiß ich, Corona etc. Ne? Da ist so, ey, es sind ja förmlich viele, viele Menschen gekommen, die gesagt haben, ey, mir ist das zu links und mir ist das zu rechts. Und diese Mitte zu fahren, das haben ja auch Marken und das haben ja auch solche Konsorten, Unternehmen, wollen ja auch politisch so korrekt sein, dass ja es so weit geht, dass Menschen ihre Jobs verlieren, wenn sie einer gewissen politischen Haltung nicht entsprechen. Ich meine jetzt nicht straight Nazi sein, ich meine schon Dinge anders denken, zu Dingen anders entstehen. Naja, wie Leute vielleicht gekickt werden aus irgendwelchen Jobs, wenn sie nicht total linksliberal sind und sich anders aussprechen zum Thema Sexualität und Gendern und etc. Ich meine, aber da müsstest du ja wahrscheinlich, um bei einem Unternehmen deinen Job zu verlieren, ja vielleicht, wenn du was sehr homophobe Einstellungen hättest oder so. Oder wenn das ist aber die Frage, wer entscheidet, was ist sehr homophob und was ist nicht sehr homophob. Und ich glaube schon, dass es da gerade in so Konzernen einen Richtwert gibt. Und bist du über diesen Richtwert, bist du raus und fällst du dich dem konform, bist du ich drin. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass alle Meinungsäußerungen zu solchen Themen, die es von Hip-Hop.de gab, die kommen aus uns selbst heraus. Und das ist ein Thema für sich und wo man auf jeden Fall drüber reden kann und was mir auch ein wichtiges Thema ist, weil ich es sehr schade finde, was man für eine krasse Spaltung in Hip-Hop-Kultur aktuell in Deutschland hat. Yeah. Genauso wie die Spaltung in der Gesellschaft ist, zwischen Konservativen und Progressiven setzt die sich in Hip-Hop-Kultur fort. Voll, ja. Und das habe ich vielleicht ein Stück weit kommen sehen, aber auch nicht so. Weißt du, so eine Zeit lang war ich ja selbst gecancelt. So, weißt du? Und das finde ich schon krass, was man insgesamt so für eine Spaltung hat und was für ein Minenfeld das alles geworden ist. Und ich glaube nicht, dass dieses Lagerding und dieses Gegeneinander kämpfen und dieses und canceln, dass das der richtige Weg ist. So, weißt du? Deshalb möchte ich auch wir wollen auch bei hiphop.de niemanden canceln. Natürlich, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagen wir, so einen straighten Nazi-Rapper hast, gab es ja auch schon, ne? Die halt auch versuchen, über den Hip-Hop halt eben die Jugend zu erreichen und größer zu werden und so. Ist ja normal, es gehört für uns nicht zu Hip-Hop und das posten wir dann auch nicht. Ja. Und weiß ich nicht, Alter, stell dir das mal vor, beim Rapper kommt raus, der ist seit 7 Jahren der mieseste Kinderschänder. Postest du dann nächsten Tag sein Musikvideo und sagst, nicer 16er? Es gibt Ausgaben, aber die sollten so wenig wie möglich sein und ich halte nichts davon, so im großen Stil wegen irgendwelchen kleinen Außer- oder sonst was. Ich halte nichts von Canceln, so, weißt du? Und deshalb, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele wichtige gesellschaftliche Themen und es gibt auch viele Streitthemen in den letzten Jahren. Das erste war so, als es viele Flüchtende in Deutschland gab und man das dann hatte, dann kam Pegida, dann kam die AfD und plötzlich hattest du so hast du so gemerkt, okay, einfach ein Viertel von den Menschen in diesem Land sind einfach straight rechts. So, und dann musste man da schon irgendwie gucken,
Habe ich Bock, mit dir Länderspiel zu gucken, wenn ich weiß, dein Vater wählt AfD? Ich weiß nicht. Ich habe dann eigentlich keinen Bock mit dir. So, weißt du? Aber gleichzeitig denkt man sich so, ich kann jetzt nicht, will ich jetzt meinen Freundeskreis aussortieren? Weißt du? Und das Gleiche hast du jetzt gerade natürlich mit Corona, was auch ein sehr emotionales Thema dann für Leute ist, ne? Wenn halt so, beide Standpunkte sich gegenseitig auch schnell angegriffen fühlen. Voll. Wenn der eine halt sagt, so safe lasse ich mich impfen und der andere sagt, safe lasse ich mich nicht impfen. Ja. Plus, die Entscheidung des einen wirkt sich ja auf den anderen aus. Ja, natürlich. Und so, vor allem der gesellschaftliche Druck entwickelt sich auch für beide. Ne? Die einen haben Zugang, die anderen haben keinen Zugang. Beziehungen verkrachen miteinander. Ja. Und nach diesen Dingern, guck mal, diese Sachen, das ist ja etwas, was in der Gesellschaft außerhalb von Hip-Hop angefangen hat und besteht. Ja, dass du halt auf der einen Seite progressiv warst, die woke sind, Black Lives Matter, gendern, Diskriminierung beenden. So, Hip-Hop hat immer unter Diskriminierung gelitten, yeah. Aber das ist so die eine Strömung. Aber das ist nicht zwangsläufig jeder, der in Hip-Hop ist, progressiv. Auf der anderen Seite hast du auch in den USA oder auch in Deutschland habe ich gerade AfD gesagt, in UK hast du Brexit, so, weißt du, in den USA hattest du nach Obama dann halt eben die andere Seite mit Trump und dann hast du so die Proud Boys und so weiter, die irgendwie so sagen, ich entschuldige mich doch jetzt nicht dafür, was meine Rasse der Welt Gutes getan hat, yeah. Und so weiter. Und du hast halt diese zwei Lager gegeneinander. Das hast du inzwischen, finde ich, in Deutschrap auch. So, und das ist schade. Und keine Ahnung, Alter. Deshalb, ich finde, für uns ist das Wichtige dabei, auf der einen Seite zwar schon, sich auch bewusst zu sein, welche Rolle man irgendwo hat bei den Sachen und nicht einfach nur zu sagen, hey, scheiß auf alles, interessiert mich alles nicht, lass einfach gucken, wo machen wir Klicks, dies, da, wir haben hier nichts was zu tun, sondern dass man solche Themen auch in einem Interview besprechen kann, so, und dass man so Dinge thematisiert und dass man möglichst konstruktiv dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft ein besserer Ort wird. Aber, und da glaube ich, dass wir da Fehler gemacht haben, ist, der Fehler sollte, bevor der auf die Gesellschaft und sowas geht, zuerst auf Hip-Hop gehen. Weißt du? Weil in erster Linie sind wir halt hiphop.de und nicht so sonst was. Und wenn das dann dazu führt, dass man dann so eine krasse Spaltung und sowas dabei hat und dann so wahrgenommen wird wie, ja, der ist ja hier so der Superlinksradikale und so weiter, wie ich dann mir dann so angedichtet wurde. Das ist halt nicht mehr konstruktiv dann, weißt du? Ich glaube nicht, dass da dieses Konfrontative überhaupt was bringt. Das ist jetzt so gerade auch immer so angesagt, so hey, du musst jetzt hier mal Flagge zeigen, du musst da Stellung beziehen, du musst dazu, das Magazin muss jetzt sagen, wie steht es da, warum muss das Magazin, muss die Tagesschau jetzt auch was dazu sagen, wie die in dem und dem Konflikt steht? Ich glaube nicht, dass das der Job von der scheiß Tagesschau ist, weißt du? Und ich glaube auch nicht, dass das dann der Job von Hip-Hop-Day ist. Und ich glaube, dass wir mit, ich glaube so, dass wir da politischer geworden sind, so eine Zeit lang fing an mit Black Lives Matter und dann kam Hanau mit dazu und wir hatten auch so eine Politisierung innerhalb vom Team. Da haben auch Leute dann plötzlich sehr politisch gedacht, die vorher nicht so politisch gedacht haben. So, weißt du? Intern jetzt. Genau. Und mit politisch meine ich zum Beispiel antirassistisch. So, dass man halt gesagt hat, so Digga, man muss mehr tun, als einfach nur selbst kein, nicht selbst straight up Rassist zu sein. Das reicht nicht. Ja. So, weißt du, du musst mehr tun. Und mit Black Lives Matter gab es da ja auch keine übertriebene Gegenwehr dazu. So, weißt du? Aber danach hat sich das dann halt mit anderen Sachen fortgesetzt. So, weißt du, dann habe ich halt gesagt, dass ich persönlich nichts von Nationalismus halte, beispielsweise. Und danach kam dann, da gab es dann auch Artikel, die auf jeden Fall zu zeigefingermäßig waren, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich mag das nicht so, du musst aufpassen. Ich mag das eh nicht, dass du als Journalist immer irgendwo gezwungenermaßen auch diese Schiedsrichterrolle immer mitkriegst. Ich will nicht der Typ sein, der mit der gelben und der roten Karte über den Platz rennt. Darum geht es mir gar nicht. Ich will geile Geschichten erzählen, ich will Sachen erklären. Hip-Hop wurde geschaffen, um eine Plattform für die Szene und für die Kultur zu sein. So, weißt du, wir müssen der Kultur dienen. Das ist das Hauptding. Ich renne nicht arrogant durch die Gegend und erkläre Leuten, wie die ihr Leben zu leben haben. Yeah. Das ist nicht unsere Rolle. Das heißt aber nicht, dass wir keine Meinung haben sollten oder haben oder dass Leute, auch nicht mal nur eine Meinung, wir sind 30 Leute, wir haben 30 Meinungen sogar. Weißt du, und die können. Das nehmen die Leute ja auch nicht immer wahr, ne? Das war ja auch das Problem immer mit Ruse und Hip-Hop-D-Awards und hast nicht gesehen. Man denkt halt immer, das ist eine Person, die das alles entscheidet. Ich bin auch nicht der fucking Diktator da. Weißt du, wir haben so ein System, wo wir immer versuchen, Sachen im Konsens zu entscheiden. Ja. Und das sind, plus es entscheiden die Leute, die es machen. Also derjenige, wenn du bei uns arbeitest in der Textredaktion und einer von 6 Schreibern bist, dann entscheidest du in erster Linie mal selbst, worüber du schreibst und worüber du nicht schreibst, wie du schreibst. Wenn das, was du da machen willst, etwa mehr Leute betrifft, weil es eine größere Sache ist,
dann sprichst du dich mit den anderen in einem Textkreis ab. Mhm. So. Wenn das noch mehr Leute betrifft, dann frag besser auch die anderen und so weiter. Aber es ist nicht so, ich bin seit Jahren nicht mehr Chefredakteur. Ich lese nicht jeden Artikel, bevor der rauskommt. Ich lese nicht mal jeden Artikel, nachdem der rauskommt. Möglichst viele so, aber weißt du, ich bin da nicht voll involviert, sondern andere Leute haben da Handlungsfreiheit, das zu machen. So. Mhm. Und das ist ein falsches Bild, wenn das dann teilweise so rüberkommt, als würde ich, und das vielleicht sogar noch, weil ein Sponsor das will, durchdiktieren, wie das und das gemacht werden soll. So, weißt du, ich trage für alles die Verantwortung, weil ich der Herausgeber von hiphop.de bin. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich alles selber machen würde, weil da sind 30 mündige Menschen, die selber denken können und gute Entscheidungen treffen. So, und ja, und du natürlich auch verschiedene Meinungen mal zu Sachen haben. Ne? Und das war eben. Also ich weiß nicht, ob du dich irgendwo in irgendeinem Interview schon mal über diese Allmann-Debatte, wo ja auch straight gegen dich geschossen wurde damals mit Cashmo, gewehrt hast oder ausgesprochen hast. Es gibt ein Instagram. Das ist das Einzige, was ich dazu habe. Genau, so ein Instagram-Video von dir, wo du Stellung beziehst. Aber ich glaube, in dieser Sache war das Problem so ein bisschen, dass die Leute, vielleicht Cashmo auch, sich ein bisschen abgefuckt haben darüber, dass die Hip-Hop-Szene nicht zu ihm steht und sich so verhält wie die allgemeine Szene da draußen, also die Allgemeinschaft. So, ich glaube, da war so ein bisschen, ey, was ist denn mit meinem Hip-Hop los? Warum seid ihr nicht cool mit mir? Ich kämpfe doch auch für euch. Wir sind doch eine Szene. Und warum verhaltet ihr euch jetzt einfach wie die, die von Hip-Hop keine Ahnung haben und mich jetzt anschuldigen? Weil ich bin ja nicht rechts und ich bin kein Nazi. Ihr verhaltet euch genauso wie die anderen, die von mir und von Hip-Hop gar keine Ahnung haben. Und jetzt kommt Hip-Hop.de als Sinnbild für Hip-Hop in Deutschland und verhält sich auch noch so. Das passiert tatsächlich auch öfter, dass so aber ja. Verstehst du, was ich meine? Steht da so, ja, ich glaube, dass du damit bestimmt auch recht hast. Ja. Ich glaube, dass, also vielleicht hat das auch zum Teil so gesehen, mindestens hat das natürlich auch so dargestellt. Mhm. Mag zum Teil stimmen, zum Teil aber auch nicht. Hat ja niemand gesagt, dass er ein Nazi wäre, weißt du? Also eigentlich, guck mal, weißt du, was Best Case, wie ich es eigentlich haben wollte, ist so, wie, hast du dir zufällig mal das Interview angesehen, das wir gemacht haben? Das gibt es ja auch nach wie vor noch. Mhm, so. Ja, habe ich gesehen. Und darin habe ich ja auch gesagt, dass da gab es das Video noch nicht, aber dass ich den Song nicht feiere. Hm. So, ne? Oder dass ich den Song zumindest schwierig finde, weil auf der einen Seite verstehe ich das als selber so, weißt du, ich bin in einer Gegend groß geworden, wo so fast nur Deutsche gelebt haben und Polen und so, aber halt wiederum da, wo wir zur Schule gegangen sind, nächste Stadtteil, waren halt sehr viele Türken, Libanesen, dies, das, bla, bla, bla. Und es ist nicht so, als könnte ich das jetzt alles so nicht nachvollziehen, weißt du? Also, wenn ich 15 war und mich ein 12-jähriger Türke angesaugt hat, wusste ich auch so, ich könnte denen jetzt zwar einen Nackenklatscher geben, aber dann habe ich gleich ein Problem. Und natürlich haben nicht alle Deutschen zusammengehalten, weil wir sind Deutsche. Es gab welche, die das gemacht haben, das waren die Nazis. Ja. Aber ich habe mich halt an irgendeinem Punkt gegen die Nazis entschieden. So, weißt du? Und habe dann eher, ja, keine Ahnung, Stress mit Nazis gehabt. Was nicht heißt, dass ich nicht auch Stress mit Türken gehabt hätte. So, weißt du? Stress mit allen, ja. Auf jeden. Ja, ja. Also ich konnte das ja alles nachvollziehen, was er da gesagt hat. Aber wie gesagt, aber seine Schlussfolgerung daraus, wir müssen genauso stolz werden und dies und das, habe ich gesagt, ich persönlich feiere das nicht. Plus, du hast dann halt eben schnell halt auch rechte, nationalistische so Leute und so weiter, die dich dann auch feiern. Mein Ziel war eigentlich nur, dass er sich klar vielleicht von denen distanziert und die wieder nach Hause schickt. Das hätte ich mir gewünscht. Aber hat er das nicht gemacht mehrmals? Irgendwie schon. Dann hatten wir das danach, dass dann so ein YouTuber so ein Video über mich gemacht hat. Mhm. So ein nationalistischer Blablabla. Dann habe ich ihn darauf angesprochen und meinte, guck mal, Bro, das ist das, was ich meinte. Jetzt habe ich hier 50.000 Kommentare von denen. Und für ihn war das mehr so, ja, aber ist doch gute Promo für alle. Und ich dachte, Digga, das ist doch nicht geil, Alter, weißt du? Und als dann dieser Artikel über das Musikvideo rauskam, das Musikvideo war dann nochmal auf, so, an dem Artikel waren ganz, ganz viele Sachen scheiße. In der Sache, dass ich finde auch das Musikvideo scheiße. Ich finde generell nicht Cashmo-Musikvideo scheiße. Wir haben ja selbst lange auch zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam Raf Camora und Motrip-Musikvideos gemacht, so Cashmo und ich. Und so, aber das, die Bildsprache in dem Video und diese Sachen, so Bilder, die teilweise aussehen wie aus AfD-Werbung, so, fanden wir jetzt scheiße, stand in diesem Artikel drin, den ich erst gelesen habe, nach ihm übrigens, so, ich kannte den vorher nicht. Ja. Aber, und in dem Artikel war aber auch vieles verkehrt, was vor allem verkehrt war, ich hätte ihm das gerne vorher gesagt, ich habe ihn angerufen, so, ein Kollege hat mich angerufen von hiphop.de und meinte, ey, kam gerade der, ich glaube, wir haben sogar telefoniert und der meinte, da kam gerade ein Artikel über Cashmo raus, kennst du den? Ich so, nö. So, ey, der wird bestimmt pisst sein. Ich lese den Artikel, der mir, ja, der wird pisst sein, ich rufe den an, weil ich hätte dem selber nochmal sagen können, dein Video ist scheiße, bevor wir schreiben, wir finden dein Video scheiße, mäßig, weißt du? Da ist er aber schon nicht mehr ans Telefon gegangen.
Und dann hat er eine Story gemacht, dann haben wir ihm geschrieben, Bro, das ist ja nicht so, dass bla bla bla. Wir haben nicht alle deine Fans Nazis genannt, aber wir haben das auch nochmal geändert, weil man könnte es so verstehen. Genau, dann gab es einen zweiten Artikel, ne? Nee, der wurde geändert und also, dann wurde ja, drunter geschrieben, wir haben hier was geändert, weil da stand irgendwas drin, von wegen der rechte Mob in den Kommentaren. Genau, oder so. Und das war bezogen auf diese Leute von diesem nationalistischen YouTuber. Ah ja, okay. So, weißt du? Aber konnte man, wenn man will, halt so verstehen, als wären damit Cashmo-Fans gemeint. Ja. Damit waren nicht Cashmo-Fans gemeint. Der ist dann natürlich oft darauf geritten. Selber seine Musik feiern. Ja, ja, und der hat das dann halt so interpretiert, ist darauf geritten, hat sich aufgeregt, was man auch irgendwo verstehen kann. So. Und dann von Hip-Hop auch noch verlassen und nicht angehört. Und gut, Telefonat nicht rangegangen, ist natürlich wieder ein anderes Thema. Aber ich wollte das Thema jetzt eigentlich auch gar nicht so in die Länge ziehen und aufmachen. Ich fand einfach nur, mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Leute hiphop.de kritisiert haben, weil die so eine gewisse Haltung zu einer Politik haben, die mit Hip-Hop ja eigentlich nichts zu tun hat, wobei meines Erachtens nach Hip-Hop immer was mit Politik zu tun hat. Aber, ne, aber so ein bisschen, wir sind doch Hip-Hop und die anderen kritisieren uns und jetzt kritisieren uns auch schon Leute aus unseren Kreisen, womit man halt auch vielleicht rechnen muss. Ne? Kritik gibt es auch in jeder Familie, gibt es Kritik von Mitgliedern so. Nur ich glaube, du hast meinen Standpunkt verstanden. Ich glaube, guck mal, das, was ich damit auch sagen wollte, ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle, und das hat halt grandios nicht geklappt leider, aber ich glaube da irgendwie immer noch dran, ist halt, guck mal, weißt du, vorher, wir wurden jahrelang ja dafür kritisiert, so unkritisch zu sein. Damals war so Rap.de das kritische Magazin und uns wird dann gesagt, ja, ihr seid super erfolgreich, aber ihr macht ja auch so Clickbaiting, ihr seid ja fast so schlimm wie Rap-Update und bla, und warum macht der Roos immer solche Interviews und so weiter und so fort. So. Und dann gab es viel Kritik immer wieder aus einer anderen Ecke, die so, ja, immer wenn irgendwie die Hip-Hop-Szene kritisiert wird, dann haben die so ein, dann stehen die halt alle zusammen und verteidigen sich, aber die räumen nicht mit ihrer eigenen Scheiße auf. Weißt du, wenn dein Kollege Scheiße macht, dann musst du dem doch sagen, Bro, das ist Scheiße, hör auf deine Frau zu schlagen. Mäßig, weißt du? So, whatever. Oder hör auf, dieses rassistische Wort zu benutzen. Oder, keine Ahnung, hör auf, deine Mutter zu beklauen, whatever. Ist ja scheißegal, was das für ein Beispiel ist, ja? Und dass sowas halt nicht stattfinden würde. So, und das finde ich auch. Aber das muss natürlich auf eine andere Art sein, als ich weiß auch, warum man halt aber in der Hip-Hop-Welt so eine, so dünnhäutig teilweise ist. Weil tatsächlich man jahrelang scheiße behandelt wurde, weil es immer nur diese, das, wo wir vorhin drüber geredet haben, diese von oben herab, ich bin was Besseres, ich habe es null verstanden, Kritik und so weiter gab, in, auch in Zeitungen, in Fernsehberichten, das war immer dieses abfällige Jojojo, ah, das sind so Möchtegern-Schwarze. Ja. Weißt du? Und das haben wir halt alle jahrelang erlebt und deshalb sind wir halt oft nicht so kritikfähig. Ne? Und dann kommt halt oft so ein Loyalitätsding eher dazu. Ja, oder überreizt und sehr emotional, wo vielleicht Emotionen gar nicht angebracht und werden. Deshalb dann, und wenn du dann als Medium wirst du dann halt auch manchmal kritisiert, von wegen, ja, du machst ja nur Hip-Hop-Propaganda, weil du bist ja gar kein echter Journalist, weil du bist ja nicht kritisch. Ja, ja. Du musst dich ja damit, und da muss man halt, an beiden ist ja was dran, da muss man halt eine gute Mitte finden. Deshalb, für mich ist das Idealding, wir setzen uns an einen Tisch und reden darüber und ich sage dir das ins Gesicht und du antwortest darauf und wir diskutieren das und danach geben wir uns die Hand und alles ist cool und man hat das halt diskutiert, so wie das in dem Interview gelaufen ist. Das ist mit in Textform natürlich etwas schwieriger mit damit, aber ja, also ob dieses Modell funktioniert, ich weiß noch, wir haben noch danach WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wo ich mich bedankt habe und meinte, ey, genau so ist das geil, dass man auch mal was Kritisches sagen kann, ohne dass daraus gleich sonst was wird und so weiter. Danke. Okay. Beste, genau so habe ich es mir vorgestellt. Weil wir hatten auch vorher intern Diskussionen, weißt du, soll man dieses Interview jetzt machen oder nicht? Und ich war halt von dem Camp so, ja, safe, lass mit, ich mache jeden Tag was mit Cashmo, ich feiere den. Ja. Und was dann danach daraus geworden ist, weißt du, waren wieder andere, die man siehst, hätte sie nicht machen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht hätte machen sollen, mit ihm zu reden. Ja, aber ja. Oder man hätte auf die Artikel geschissen und hätte ein Folge-Interview gemacht, wo man gesagt hätte, ey, so, weißt oder du. Oder wenn er den Artikel anders geschrieben, dass der nicht so von oben herab mäßig rüberkommen oder so, kann. Ja. Weil ich muss in der Sache schon sagen, so, ich glaube, es gibt nicht den eindeutigen Guten und es gibt nicht den eindeutigen Schlechten. Ne? Beide, ne? Der Artikel, ich finde auch, ich glaube eher, dass es ein riesen Kommunikationsfehler oder ein Problem war. Ich hätte mir das zweite Interview sehr gewünscht zu der Zeit. Ich habe Cashmo interviewt. Ich hätte mir auch gerne ein zweites Toxic Cashmo Interview angesehen, wo sich nochmal hingesetzt wird und konfrontativ darüber gesprochen wird, was die Artikel dann haben, hätten versucht. Zum Beispiel. Weißt du, auf jeden Fall der bessere Weg gewesen. So, ist jetzt nicht passiert. So wie das dann stattdessen eskaliert ist. So, für mich das Thema jetzt auch durch. Ich habe auch im Endeffekt in dem Statement, habe ich da dann einmal was zu gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da mal was zu sagen. Ich hatte ansonsten auch keinen Bock, mich da so komplett reinziehen zu lassen und daraus jetzt so eine Beef-Sache zu machen oder so. Aber ja, die Themen sind halt wichtig, weißt du? Und mit den Themen hat das aber sehr schnell überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Sondern nur noch mit so, weißt du,
keine Ahnung. Aber wie gesagt, deshalb, auch weil du meintest, so canceln ist ein großes Thema, ja, finde ich auch, aber ich finde nicht, dass canceln der richtige Weg ist. Nee, und gleichzeitig Alter, hör auf. Ist das so. Ja. Ich finde auch, lass uns weiter Cashmo-Videos posten. Weißt du? So, also selbst wenn er mich jetzt disst, und heißt ja nicht, dass wir nicht mehr über seine Musik berichten können, weil im Endeffekt, das ist ja nicht toxic.de. So. Aber ich habe einfach gesehen, um das Thema zuzumachen, hier cashmohiphop.de, auch im Hip-Hop muss man gucken, dass kommuniziert wird, dass versucht wird, Egos zur Seite zu schieben und sachlich über die Dinge gesprochen werden. Ich finde, irgendwann hat es nur noch so einen Charakter von, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer hat was gemacht, wer hat wie was gemacht. Muss halt konstruktiv sein. Und dass es so, dass manchmal Streit gibt, kann man wahrscheinlich auch nicht. Wie in jeder vermeiden. Anderen großen ja. Familie eben. Aber cool, dass du dich dem nochmal gewidmet hast hier mit mir und dass du da was dazu gesagt hast. Hättest du ja auch sagen können, ey, habe ich keinen Bock und will nicht drüber reden. Na, so. Ja, ich interviewe auch seit 100 Jahren Leute und möchte auch, dass die über Dinge reden. Und ich glaube generell immer noch, dass Reden eine gute Idee ist. Ja, absolut. Auch wenn manchmal, weißt du, du kannst manchmal versuchen, ne, also Reden ist immer der richtige Weg, aber es das heißt nicht, dass es immer zum Erfolg führt. Weißt du? Nee, manchmal gibt es auch Gespräche, ja. Die eskalieren auf so auf uncool. Ja, nichtsdestotrotz bin ich aber auch der Meinung, dass wenn es eskaliert und wenn irgendwas ist, man kann ja trotzdem vom Tisch aufstehen, sich die Hand geben und, weißt du, einfach weitermachen. So ist ja jetzt auch nicht nur, weil man ein Thema bespricht, was wo nicht alle gleich denken, dass man sich dann hassen muss und in den Krieg ziehen muss, Alter. Mein Gott, was soll's, Alter. Mhm. Weißt du? Deswegen. Aber das Thema zu. Wir haben ein bisschen gesprochen hier, wie du groß geworden bist im Hip-Hop, wie es dich zu Hip-Hop.de gebracht hat. Dann kam Roos dazu, dann habt ihr das Ding aufs nächste Level gebracht. Mittlerweile schaffen da einen Haufen Leute. Und du bist Herausgeber, also wenn du das sagst, inwiefern bist du noch aktuell im Tagesgeschehen involviert? So, wie viel Zeit raubt dir das noch Hip-Hop.de am Tag? Wenn du sagst, du machst weniger Interviews, liest nicht jeden Artikel durch, wo siehst du da gerade deinen Job so? Das ist aber ein bisschen immer da, wo es nötig ist. Mhm. So. Auch sehr vielfältig. Also ich habe sehr viel halt auch natürlich dann mit dem Business zu tun gehabt, als Manager dann davon einfach. Ne? Und mit der großen Frage, wie können wir es halt irgendwie schaffen, das auf ein Level zu bringen, wo, weißt du, wir haben so viele krasse Talente auch bei Hip-Hop immer über die Jahre gehabt, wo natürlich dann auch mein Ziel immer war, wie kann man die möglichst halten? Wie so im Fußball, so der Ausbildungsverein, weißt du? Ja, voll. Der sich so denkt, ey, ist geil, dass dieser Rekordtorschütze der Premier League von uns kommt. Ja. Noch geiler wäre vielleicht, wenn er immer noch bei uns wäre, weißt du? So, absolut, ja. Das ist halt klar. Immer so ein Ding und da gibt es halt so viele Leute, die inzwischen auch woanders halt eben krasse Sachen machen und so weiter. Ja, wie jetzt so jüngstes Beispiel auch Aria beispielsweise. Ey, ich wollte es gerade sagen, nicht, dass ich das, dass das so klingt, hier Roots und Toxic, den Mann muss man auch erwähnen, wenn man über Hip-Hop.de spricht. Wieder die nächste Dekade dann. Genau. Weißt du, wie ich meine? Genau, ich habe Respekt vor dem Typen, liebe Grüße gehen raus, falls du das siehst, auch das, ne, ich glaube, als Praktikant angefangen, sich hochgearbeitet, sitzt heute bei Apple und macht da sein Ding. Cool, yes. Respekt, auch genau, Erfolgsformel Hip-Hop, kannst du gerade auch ein Kapitel ihm widmen oder ja, so. Auf jeden Fall. Weißt du, krass, und das darf man nicht vergessen, wenn man von Hip-Hop.de spricht, ne? Alt wie neu begutachten und auch was er da abgezogen hat bei Hip-Hop.de und der Community so viel zurückgegeben hat durch die Interviews, durch seine Art etc. pp. Respekt an dieser Stelle. Ja, cool, voll, auf jeden Fall. Und genau, er hat halt eine Zeit lang dann bei uns halt vor allem den Videobereich geleitet und auch sonst von der Ausrichtung viel in der Strategie da mitgewirkt. Bevor er dann zu Apple gewechselt ist. Genau, und so über die Jahre waren halt sehr, sehr viele gute Leute und das war dann immer auch meine Aufgabe, genau sowas zu machen. Ne? Mit Redaktion hatte ich dann irgendwann immer weniger zu tun. Yeah. Jetzt macht die Chefredaktion Clark. Davor haben das Clark und Saskia gemeinsam gemacht. Video war früher ein ganz wichtiger Teil von dem, was ich gemacht habe, bis das dann irgendwann Aria gemacht hat. Und danach war es dann vor allem Vermarktungs- und Management-Sachen. Ich habe jetzt inzwischen noch ein weiteres Unternehmen, wo eher so 60% meiner Zeit vielleicht reingehen und die anderen 40 in Hip-Hop.de vielleicht. So. Oder grob 50-50, kommt auch immer so drauf an. Und ja, im Moment ist auch mal wieder für uns die Frage, an unserer Strategie zu arbeiten. Vielleicht noch sich ein bisschen breiter aufzustellen, noch mehr Themen reinzunehmen, sich neu zu finden, auch gerade in den Zeiten, die sich immer wieder verändern. Ja. So, also das ist gerade ein großes Thema, woran wir arbeiten, unseren Videobereich anders neu wieder aufzustellen. Es wird viele neue Shows geben, das ist was, woran wir gerade arbeiten. So, das heißt, es sind eher Management-Sachen, mit denen ich dann zu tun habe. Und manchmal, wenn beispielsweise, habe ich dann auch mal wieder was mit Textredaktion zu tun oder da oder da oder da. Aber eigentlich gibt es dafür dann immer Leute,
die das machen und Gruppen, die da halt eben einfach dran arbeiten. Ich habe ja gesagt, so, bei uns ist das nicht so. Also wir versuchen nicht nur in der Art, was wir machen, was Neues, Geiles und so zu machen, sondern auch in dem, wie wir es machen. Und auch da halt wollte ich halt nie dieses von oben nach unten Chefprinzip haben. Ist auch was, was so von Fu kommt, einfach, keine Ahnung. Also da war ja halt auch nie so. Niedrige Hierarchien mäßig so. Genau, so flache Hierarchien zu haben und da zu sagen, genau, niedrig, die Leute können mitentscheiden, weil die wissen auf selbst am besten, weißt du, und nicht nur so. Da muss man halt immer ein großes Gleichgewicht halt finden zwischen der Erfahrung von Leuten, die länger dabei sind, aber auch Leute machen zu lassen und denen Freiheiten zu geben. Ja. Was ja auch ein Chef, sage ich mal, der will, dass die ganze Mannschaft zusammenbleibt und voran das Ganze vorangeht, so ein bisschen ausmacht, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Aber krass, ein heftiger Werdegang, lieber Toxic. Eine Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt, ist, wie viel Aufmerksamkeit widmest du deinem Bart am Tag? Wenig. Wirklich, ja? Ich meine, das ist ja deine Marke, Alter. Ja? Dein das Standing. Ich habe einen sehr guten Friseur, Hassan, viele Grüße. Und Hassan kümmert sich da alle 7 bis 14 Tage drum, wenn ich mir Friseur bin. Das, ja. Dann wird er halt geschnitten. Abgesehen davon ist es eine große Schwierigkeit aktuell, wie man das hinkriegt, mit Masken nicht immer hier so einen Knick drin zu haben. Ich habe heute keine FFP2-Maske getragen, und vergleichsweise wenig Knick im Bart zu haben. Das sieht man direkt, ja, auf jeden Fall. Ja? Weil das nervt immer so dann auf Fotos. Sieht immer so richtig hängen geblieben aus. Ja, voll. Ja. Ich habe ja auch wird so gerade so gekämmt. Im Gegensatz waschen. Waschen ist auch wichtig. Pflegeprodukte? Nö. Machst du kein Bartöl und so? Aleppo-Seife. Kennst du Aleppo-Seife? Ist halt so traditionell hergestellte Seife aus. Okay, aus Syrien, oder? Ja. Aber, oder heute oft aus der Türkei, weil Krieg. Ja, Krieg. Aber, Dings aus, wie heißt das nochmal? Wo Julius Caesar seinen Kranz von auf dem Kopf hat, wie heißt dieses Kraut? Olivenzweig? Nee, also ist auch Olivenöl, das andere ist. Du meinst Wacholder? Nee, nein. Auch nicht. Alter, wie heißt denn das Kraut? Sag's doch. Bärlauch, nee. Nein. Auch lecker, aber. auf jeden Fall das. Schreibt's in die Kommentare. Also das Leute, von Caesar, von seinem Kopf, gemischt mit Olive in verschiedenen Dingern. Na, ist ja entweder fettiger oder weniger fettiger für Haut oder für Haare. Okay. Das nehme ich so zum Duschen und auch als Shampoo. Und das ist aber eigentlich auch schon alles. Und ansonsten halt mal schneiden lassen ab und zu vom Friseur. Das war's. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, kann ich ein Buch drüber schreiben auf die Art, ne? Vielleicht das Folgebuch. Vielleicht für Erfolgsformel Bart. So, weißt du? Ja. So. Aber auch wichtig. Es ist Wiedererkennung zumindest. Wusstest du, dass neben Sneaker und den ganzen anderen Kram, was Hip-Hop, Attitude und alles ausmacht, auch die Frisur eine große Rolle spielt? Meine Arbeitskollegin, liebe Grüße gehen raus, war in Amerika und hat viele ziemlich bekannte Rap-Artists aus den 80ern über ihre Frisuren interviewt und will ich jetzt nicht so tief eingehen, aber es ist wirklich so, aber ja auch heute noch, ne, Boxerschnitt etc. pp. Also auch die Frisur spielt im Hip-Hop eine große Rolle. Dass er sogar Haftbefehl gerappt hat, so in irgendeinem Part. Ich kann dich nicht ernst nehmen, lass dir erstmal die Haare schneiden. Und der Olex Sesh hat ja oft genug ging es auch oft genug um Haare schneiden und genau, so und im Treppenhaus und von Kollegen. Absolut, und so. Ja, für Fünfer, Cut und so, ja. Die Seiten und dies, das, bla, blub. Ja, normal, das ist aber ja alles ein Teil von einer Kultur, ne? Klamotten sind ein Teil von Kultur, wie wir reden, absolut, wie wir denken, so all das. Und da gehören Haare dann auch dazu. Außer Barbershop-Kultur ist auch so ein Ding davon, ist das auch, als Treffpunkt zu haben. Ja, das hast du in den USA, wie ich es aus dem Fernsehen kenne, zumindest so. Und das hast du ja in Deutschland auch. Also wenn ich da wieder überlege, beispielsweise nicht der Hassan, bei dem ich jetzt bin, sondern der andere Hassan, bei dem hat er damals gearbeitet, hat immer noch Friseursalon in Düsseldorf in der Mintrop-Straße, wo ich da damals gewohnt habe, wo die halbe Rap-Szene zum Haare schneiden war, wo LG auf da war, wo Farid auf da war, wo man mal massiv getroffen hat. Ja. So, das ist also, Friseurläden sind auch Treffpunkt, oder? Ja, 100%ig, ja, 100%. Also deshalb eine Friseursendung könnte man auf jeden Fall mal machen. Machen wir dann gemeinsam. Ja, bitte. Gibt es noch keine Friseursendung eigentlich? Die Idee hatten wir auch schon 1000 Mal, haben wir nie gemacht. Ich kenne nur Bushido-Interview mit Roos beim Friseur, fällt mir ein. Roos hat auch auf jeden Fall in Düsseldorf beim Friseur. Genau, so Interviews gemacht, mal beim Friseur. Auch mit Algier. Ja, mit Algier auch, genauso. Aber müssen wir mal auf die Beine stellen. Machen sollen. Hätte nicht machen sollen? Hätte das mal können. Ach, hätte das mal machen sollen. Könnte das immer noch. Ja, auf jeden Fall. Wäre für Roos-Kanal noch eine Idee, endlich diese Barbershop-Sendung zu machen, von der wir seit 12 Jahren reden. Naja, oh, das wäre eigentlich geil. Also wenn, vielleicht klaue ich die euch und mach die dann und frag Roos um Erlaubnis. So. Ich habe, wie gesagt. Der ist bestimmt nicht sauer. Nee, ach, Roos, für mich ein, ähnlich wie, ich habe am Anfang gesagt, ich bin voll happy, dass du hier bist.
ich sag's zu jedem, ne, ob Visavi hier war oder Oliver Marquardt, du und hoffentlich noch ganz viele Konsorten. Man muss den Hut ziehen. Ich habe mega Respekt vor eurer Arbeit in den letzten 10, teilweise 15 Jahren schon. Nico macht das wie lange schon? Ja, ewig. Ewig und drei Tage. Ich habe mega großen Respekt und freue mich, wenn die Leute kommen und was mitnehmen. Nochmal kurz auf dein Buch zu sprechen. Bitte sag uns nochmal genau, weil ich hab's vergessen. Wann kann man das Ding kaufen? Kannst du jetzt schon vorbestellen, ja. Und ab 13. Oktober wirst du dann nach Hause geschickt. Also wenn du das Buch kaufst, automatisch das E-Book mit dabei. Okay. Und ja, wie gesagt, Leute interviewt wie Spectre und Elvia oder Roos beispielsweise, aber auch ein Karl Kenai oder Verantwortliche von Adidas und mega, so weiter. Mega. Und viele Business-Stories drin, auch viel zu dem Thema, wie kann Hip-Hop mit Firmen zusammenarbeiten oder auch nicht, was ist cool, was nicht cool und viel vor allem der eigene Spirit. Du hast ja gerade auch gibt es ja viele in Deutschland, die eigene Produkte auf den Markt bringen, feiere ich auch extrem, wenn sich Leute ein eigenes Standbein aufbauen, so viel wie möglich selbst aufbauen. Ich glaube, das war mit so passenderweise mit ein Fazit von bei dem Kapitel über Selfmade und über Elvia. Heißt ja schon Selfmade, ne? Sich einfach eigene Strukturen aufzubauen. Und das ist in Hip-Hop halt auch so krass. Und in schlechten Zeiten, wo nicht viel ging, wo auch Selfmade zum Beispiel gegründet wurde oder ne, was die Zeit war, wo ich auch dann so angefangen habe, da wurden aber eigene Dinge aufgebaut. Wir haben halt eigene Medien in Hip-Hop, so eigene Plattformen. Ja, heute brauchen die Rapper die gar nicht mehr unbedingt, weil die sind jetzt überall. Kannst leider, du auch Forbes-Cover und du kannst da und da und dann. Also ich sage leider, weil ich den Stellenwert der Hip-Hop-Magazine wieder gerne da sehen würde, wo ich sie früher gesehen habe, nämlich schon als wichtiger Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte. Jetzt natürlich mit der Zeit gehend und nicht mehr so von oben herab, wir sind wichtig, ihr unwichtig, sondern auch ein Stück weit, weil... Das fand ich schon immer verkehrt, das war auch schon vorher verkehrt, aber das war früher natürlich auch noch oft so. Das hat ein bisschen genervt so, aber auf der anderen Seite... Ich denke mir manchmal, die Leute interviewen sich selber durch die Stories und sind mega transparent, aber Leute, macht Interviews, weil ihr auch natürlich nochmal den Hack und auch nochmal eine andere Perspektive von einem jemand anderem aus der Hip-Hop-Szene bekommt. Ne? Also die Leute trauen sich nicht mehr so richtig Interviews zu machen, habe ich das Gefühl. A, weil sie sich denken, braucht man nicht, ich kann doch alles selber machen, aber eben nicht. Du kannst dich nicht selber von einem Burak oder von einem Toxic oder von wem auch immer interviewen lassen und quasi vielleicht auch kritisieren lassen oder eine Meinung einhaschen. Mir geht es ein bisschen auf den Sack mit diesem, ich mache alles selber und mache Story den ganzen Tag, weil ich habe nicht Angst, arbeitslos zu werden, aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen Bammel, dass diese ganze Kultur da extrem darunter leidet. Und da sehe ich, glaube ich, die Aufgabe der Hip-Hop-Magazine, da auch ein bisschen einen Schritt vorzumachen und zu sagen, ey, wir sind eben nicht die Hip-Hop-Magazine, die krassesten und ihr seid, wir entscheiden, wer kommt und geht, was ja früher schon der Fall war, sondern ey, ihr macht euer Business, wir machen unser Business, komm, lasst uns in der Mitte treffen. Mittlerweile sind ja Major-Label diejenigen, die ihre eigenen Magazine haben, was natürlich auch nochmal ein extremer Punkt ist. Ob das extrem gut oder extrem schlecht ist, lasse ich jetzt erstmal so im Raum. Aber ich wünsche mir das und ich wünsche mir auch, dass du, lieber Toxic, in der Zukunft weiterhin Interviews machst und hoffentlich auch noch viel Spaß daran hast, weil ich oute mich als Fan und feiere das natürlich, wenn man die Gesichter weiterhin sieht, so wie ich mich freue über jedes Nico Backspin-Interview, über wen auch immer. Ne? Wenn ich die Möglichkeit habe, auch mindestens ab und zu dann noch geile Sachen zu machen. Ja. Also ich habe jetzt gerade eine neue Show, fange ich jetzt an, die heißt The Formula, da habe ich die erste Folge mit Kool Savas gemacht. Die auch so ein bisschen so das Thema vom Buch mitträgt, weißt du, und dann so da drauf guckt. Von deinem Buch oder von seinem Buch? Von deinem Buch. Da sogar beides. Okay. Weil eigentlich von unserem Buch, also ich habe es auch nicht allein geschrieben, sondern mit Philipp Bündel zusammen. Ja, Entschuldigung, und, sorry, sollte kein Disrespect sein. Den hätte man eigentlich mitnehmen müssen, jetzt hätte er sich gerade mit an den Tisch setzen können. Ja, gleichzeitig haben wir natürlich auch total viel über Savas Buch gesprochen, weil was seine persönliche Erfolgsformel ist, konnte man ja viel aus seinem Buch auch rausnehmen, weil er ja auch seine Gesetze so aufgeschrieben hat. Genau. Und deshalb mega spannend. Plus Savas natürlich eine entscheidende Figur für deutsche Hip-Hop-Geschichte. Absolut. Und das, was du vorher gesagt hast, ich glaube, ich finde es immer spannend, wenn man es halt als Kultur versteht. Und wir haben uns sehr viel so aufgebaut und man muss halt gucken, dass jetzt gerade, also die ganze Kultur, so, ne, jeder, die Rapper haben mega viel dazu beigetragen, die Label-Verantwortlichen und so weiter. Und irgendwo gibt es halt auch Medien. Und das, was man sich alles selbst aufgebaut hat und dass das so eine eigene Kultur ist, das ist extremst viel wert und das ist mega geil. Und das ist was Sellout-mäßig, wo man in erfolgreichen Zeiten natürlich darauf achten muss, das zu bewahren. Absolut. Und nicht so sich im Mainstream aufzulösen. Genau. Und zu sagen, alle Ego-Player werden und mit der Szene nichts mehr zu tun haben wollen. Wir brauchen ja kein eigenes Label mehr, weil
gibt genau. ja Vorschuss, wir brauchen keine eigenen Magazine mehr, weil gibt ja so, wir brauchen das nicht. Eben. Und dann Magazine, die dann dafür da sind, irgendwie Schiedsrichter zu spielen und den Rappern das Leben zu erklären und Rapper, die alles selber machen und so weiter. Das ist natürlich ein Risiko, das wäre schade. Also das, keine Ahnung, Mann. Da muss man, so wie ich gesagt habe, dass Wettbewerb ein ganz wichtiges Ding in Hip-Hop ist, ist auch Kooperation ein ganz wichtiges Ding in Hip-Hop. Safe. So Unity ist ein wichtiges Ding. 100%. Ja. Rapper machen nicht umsonst Feature-Tracks zusammen und im Sneaker-Game hast du Kollabos. Weißt du, Zusammenarbeit ist wichtig und deshalb ist es auch sehr geil, dass du mich eingeladen hast und das mal bei dir vor Straßensound sitzen zu können. Denn so bei allen Wettbewerb, wie gesagt, musst du ja immer noch gucken, dass am Ende der Fokus auf Hip-Hop ist und dass das, was da aufgebaut wurde, halt auch weitergegeben werden kann. Das hast du schön gesagt, Alter. Echt, du hast meine Gedanken, meine romantisch-nostalgischen Gedanken nochmal schön auf den Punkt gebracht. Danke dafür. Ja, du siehst, ich habe hier ein schwarzes Buch. Immer wenn ich sage, ich habe ein schwarzes Buch, läute ich so ein bisschen den Abschluss ein. Aber ist auch okay. Ich glaube, wir filmen jetzt schon 1,5 Stunden. Dementsprechend kommen wir zu dem schwarzen Buch. Das ist mein Gästebuch. Mhm. Die Gäste, die hierher kommen, schreiben hier rein. Und was sie hier reinschreiben, trage ich dem nächsten Gast unbekannterweise dann vorher. Mhm. Und mein letzter Gast war der gute Cynic. Cynic kennst du? Sag dir was, ne? Ja. Krasser Battle-Rapper und auch in der Comedy-Szene vertreten. Und der hat geschrieben, so jetzt muss ich die Schrift lesen können. Welche zwei Personen des öffentlichen Lebens würdest du wieder auferstehen lassen und warum? Okay, die erste Herausforderung ist es nicht, Tupac und Biggie zu sagen, weil die hängen an deiner Wand und das ist ein bisschen zu flach, ne? Wieder auferstehen lassen, also verstorbene Personen des öffentlichen Lebens. Genau, welche zwei Personen des öffentlichen Lebens würdest du wieder auferstehen lassen und warum? Ich habe mich mit vielen historischen Figuren beschäftigt, weil ich noch so einen Podcast beim Handelsblatt mache, seit 1,5 Jahren. Okay. Der heißt Learnings übrigens. Da gäbe es bestimmt noch irgendwelche krassen Business-Leute oder ich feiere Teddy Roosevelt, ehemaligen US-Präsidenten beispielsweise, oder Marc Aurel, römischen Kaiser, aber ob man die jetzt heute bräuchte. Also wenn ich einen auferstehen lassen könnte und nicht Tupac auferstehen lassen würde, dann wäre das Assi von mir, denn er hat mich zu Hip-Hop gebracht. Okay, Tupac. Ich glaube, Tupac kann der Welt immer gut tun und es wäre super interessant gewesen zu erleben, wie Tupac eigentlich nach 27 gewesen wäre. Ja, Mann, auf jeden Fall. Noch, wie alt bist du jetzt? Ende 20, ne? Ich bin 28, ja. Und da ist man ja noch jung, ne? Und man hat schon viel erlebt, aber man kann vor allem noch so viel machen. Mhm. Von daher fühlt dann Tupac keinen Weg vorbei. Sollen wir jemanden nehmen, der nicht aus dem Rap-Bereich kommt? Das ist deine Wahl, Alter. Hier steht nichts von Rap-Bereich, also öffentlichen Lebens. Dann nehme ich doch einfach noch den römischen Kaiser Marcus Aurelius mit dazu und Tupac. Marc Aurel ist einfach, also der ist ja so ein, der ein großer Philosoph auch, hat auch genauso wie Kool Savas ein sehr gutes Buch geschrieben. Das kann man sich auch mal reinziehen, Marc Aurel, und ist so ein Vertreter des Stoizismus. Okay. Und das ist so eine Philosophierichtung, mit der ich mich in den letzten Jahren länger mal viel beschäftigt habe. Hatte ich auch mal ein Interview mit Curse, glaube ich, drüber, was auch sehr spannend war, der so auf Buddhismus unterwegs ist. Ja. Also, ja, vielleicht noch Marc Aurel und Tupac. Das ist eine funky Mischung auf jeden Fall. Interessante Mischung auf jeden Fall. Ja. Du darfst auch gleich hier in das Buch schreiben. Mhm. Nicht, wen du auferstehen lässt, sondern was ich dann dem nächsten Gast vortragen darf. Und ja, du weißt ja, wie es bei TV Straßensound ist. Du hast die Wahl, wenn du letzte Worte hast, nochmal irgendwen auf irgendwen schießen, beleidigen willst oder was auch immer. Hier kannst du machen, gerne in deiner Kamera. Und ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Alles cool, Bro. Lass alle was Geiles machen für Hip-Hop. Das ist, glaube ich, meine Message für heute. Hat sich im Laufe des Gesprächs rauskristallisiert. Wunderbare Message. Den Fokus darauf nicht verlieren bei all den wilden Themen, die es gibt in der Welt. Absolut. Hast du schön gesagt. Ich weiß nicht, ob du die Kamera gerade versperrst. Ist die aus? Nee? Nee, die ist voll. Ich versperre die nicht. Ah, perfekt. Okay. Mein Arbeitskollege steht nicht davor. Meine lieben Freunde, boah, jetzt ging das pünktlich zum Schluss. Ja. Meine lieben Freunde, das war Toxic hier in meinem Podcast, im Record-Podcast von TV Straßensound. Mein Name ist Budak. Checkt auf jeden Fall das Buch. Wenn ihr über Hip-Hop und Erfolge im Hip-Hop irgendwas wissen wollt, kommt ihr da nicht dran vorbei. Checkt auf jeden Fall alles, was von hip-hop.de noch kommen mag. Abonniert TV Straßensound. Aktiviert die Glocke. Genau, ihr wisst, dass Burak auf Instagram. Hallo, ja bitte. Also ich kümmere mich, dass diese ganzen lieben Leute hier in mein schönes Home-Studio kommen. Ja, also gib Gas, macht Welle, meine lieben Freunde. Von uns gibt es ein dickes Peace. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao.